Es ist Sonntag, der 8. Januar 2023. Heute vor 50 Jahren war Premiere der Sesamstraße. Und wir feiern heute hier in Hamburg im MK&G-Museum, dem Museum für Kunst und Gewerbe, den 50. Geburtstag. Ich habe nachher die Ehre, mit Elmo, Ernie und Bert auf der Bühne zu stehen, Leute zu interviewen. Ich versuche euch so ein bisschen mit hinter die Kulissen zu nehmen. Gehen Sie ruhig durch. Hier sind sehr, sehr viele Leute. Groß und klein sind eingeladen, es werden natürlich wahnsinnig viele Kinder erwartet. Und ich gucke vor allen Dingen, welche Allstars von früher auch da sind. Für mich als Sesamstraßen-Nerd und Experten wird das hier ein ganz besonderes Fest. Unter anderem gibt es nachher einen Bühnentalk mit Samson aus zwei verschiedenen Generationen. Wir versuchen, so viel aufzunehmen wie möglich. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder. Bis gleich, viel Spaß. Herzlich willkommen zum Geburtstag der Sesamstraße. Ist tatsächlich heute 50 Jahre her. Hat jemand die allererste Folge damals gesehen? Ah ja. Okay, ah ja. Sehr schön. Das ist gut. Weil ich glaube, wir haben heute einen gesunden Mix aus erwachsenen Fans, die aus Nostalgie kommen. Die bitte alle bis 16 Uhr bleiben. Und alle Kinder, die sich freuen, genauso wie wir. Und wir fangen natürlich an mit den Stars der Sesamstraße. Seit Folge 1 dabei. In Folge 1 ging es schon darum, wer der Größere von ihnen beiden wäre. Heute können wir das klären mit Ernie und Bert. Wow! So viele Leute sind hier! Ja! Oh, wie viele seid ihr denn? Oh, weißt du was, Bert? Hm? Wir können alle mal zählen. Was hältst du davon? Ja! Eins, zwei, drei. Ja, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ja. Wer jetzt denkt, oh Gott, glücklicherweise bin ich rechtzeitig da. Ernie und Bert kommen heute noch zweimal. Also wir wechseln hier zu jeder vollen Stunde durch. Ernie und Bert, Elmo, Ernie und Bert, Elmo, Ernie und Bert und später dann noch ein Podiumsgespräch mit zwei Samson-Darstellern. Oh. Habt ihr denn jetzt in all den Jahren mal geklärt, wer der Größere von euch beiden ist? Naja, also ich weiß ja, dass Bert eigentlich ein bisschen größer ist, aber man konnte ja trotzdem noch mal probieren, ob ich vielleicht doch größer bin als Bert. Ja. Vielleicht könnte mich jemand hochheben. Du zum Beispiel, Bert, heb mich doch mal hoch. Ja, aber das geht nicht, weil du bist... Ja, doch, du schaffst es, Bert. Oh, da, jetzt könnt ihr es alle sehen. Ich bin viel größer als Bert. Jetzt lasse ich dich aber wieder runter. So. Wisst ihr denn auch, was Ernie für ein Lieblingsspielzeug hat? Ja? Eine Ente. Hast du die Ente auch dabei? Natürlich, Quietscheentchen. Hier sind ganz viele Kinder. Willst du die mal sehen? Schön. Oh, Quietscheentchen feiert nämlich heute auch Geburtstag. Und weiß auch jemand, was Bert für ein Hobby hat? Ja? Eine Taube. Hast du auch was von den Tauben dabei? Aber natürlich, Moment. Ich habe mein Lieblingsbuch dabei. Einen Augenblick, ich komme gleich wieder hoch. Ja, er kommt gleich wieder hoch. Oha, hier ist mein Lieblingsbuch. Ein Taubenbuch. Ja. Okay, dann seid ihr ja gut vorbereitet und könnt euch hier einen schönen Tag machen. Ja. Ja, ich kann vor allem das Buch vorlesen, wenn du möchtest. Da stehen alle 300 Taubenarten drin. Ja, können wir vielleicht heute Abend privat machen. Da die Brieftaube, dann die Turteltaube, dann noch die Rotkopfkehlchentaube. Das könnte für den einen oder anderen vielleicht doch etwas langweilig sein, wenn du alle Taubensorten vorliest, Bert. Ich denke auch. Dann nehme ich das Buch vielleicht wieder weg. Ja, das ist eine viel bessere Idee. Wie heißt ihr eigentlich alle? Passt mal auf, wir stellen uns jetzt mal vor. Wir sagen unseren Namen und dann sagt ihr alle gleichzeitig euren Namen und dann kennen wir uns auch schon. Ja, auf drei. Mal. Eins, zwei, drei. Ernie. Oh, einer von euch heißt Pups? Das ist aber lustig. Wie habt ihr denn den Geburtstag gefeiert, ihr beiden? Ja, wir feiern doch gerade noch. Die letzten Tage auch schon. Ich sehe euch so oft. Ich sehe euch in jeder Nachrichtensendung. Ich sehe euch den ganzen Tag auf Social Media. Überall seid ihr unterwegs. Was ist das für euch für ein Gefühl, 50 Jahre zu werden?
Tja, das ist ein sehr schönes Gefühl, besonders wenn so viele nette Leute einen besuchen kommen. Wir freuen uns total. Mhm. Ja, und es sind ja auch noch die ganzen anderen Leute da. Dann kommen die Samsons und die Elmos und alle, die mit uns feiern. Mhm. Und ihr habt vor allen Dingen nachher die Möglichkeit, mit allen Figuren Fotos zu machen und euch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Ja. Bert, wie geht's denn jetzt mit dir und Ernie? Ernie hat dich ja, also zu meiner Zeit, als ich Kind war, schon sehr oft geärgert, nicht schlafen lassen. Jetzt habe ich mir die aktuelle Sesamstraße angeguckt, ist nicht viel besser geworden. Ernie ist immer noch recht frech und du bist sehr geduldig. Wie hast du das 50 Jahre lang geschafft? Ja, eben, wie du schon gesagt hast, mit sehr viel Geduld. Und wir sind ja eigentlich gar nicht verstritten oder wir streiten uns ja auch nicht. Wir haben ja bloß ein paar Meinungsverschiedenheiten. Mhm, ja, ich möchte zum Beispiel schlafen und Ernie möchte Trompete spielen. Und mit seinem Quietscheentchen, das jetzt nicht mehr aufhört. Mhm. Ah, okay. Und Ernie, was waren deine Highlights in 50 Jahren? Naja, also was ich immer am schönsten finde, ist, wenn man seine Freunde treffen kann. Mhm. Also Elmo, kennt ihr alle Elmo? Ja. Mhm. Und wen kennt ihr denn noch von unseren Freunden? Kennt ihr auch Debbie? Da gehen Leute vorbei. Ja, das war ein Kind, das hat geweint. Oh. Schenkt ihr euch denn auch gegenseitig was zum Geburtstag? Ernie, jetzt wo es soweit ist, du darfst dir von meiner Kronkorkensammlung einen aussuchen. Oh. Aber nicht den, das ist mein Lieblingskronkorken. Ist der wirklich wahr, Bernie? Ich darf mir einen Kronkorken aussuchen? Den aber auch nicht, weil den mag ich auch lieber behalten. Den nicht. Dann nehme ich vielleicht den hier, Bert. Nee, den würde ich auch gerne behalten. Oh, und was ist mit dem? Ja, den kann ich dir mal leihen. Aber welchen kann ich denn dann haben, Bert? Jetzt, wo du es so sagst, doch keinen. Och, Bert. Das ist aber auch eine sehr schöne Sammlung, die du da zusammengesucht hast in 50 Jahren. Kannst du noch mal sehen? Hier, guck mal. Was macht ihr denn jetzt die nächsten Tage? Also wird weiter gefeiert und was esst ihr zum Geburtstag? Ich habe gehört, um 15 Uhr gibt es eine große Geburtstagstorte für alle. Wirklich? Ja. Die wird dann angeschnitten, ganz feierlich. Du meinst hier im Museum? Ich glaube schon. Sogar eine extra Sesamstraßentorte. Oh, da freue ich mich drauf. Hoffentlich findet Krümelmonster die nicht vor uns, dann ist sie nämlich sofort weg. Ich habe gerade Krümelmonster über da langlaufen sehen. Was? Direkt zur Torte hin. Oh, das ist schlecht, Bert. Ich habe Krümelmonster noch gar nicht gesehen. Wer sind denn alle eure Freunde? Sagt mal ein paar Namen, dann können die Kinder vielleicht sagen, ob sie die auch alle kennen. Also zum Beispiel... Ja, zum Beispiel Wolle und Pferd. Ja. Kennt ihr Wolle und Pferd? Mhm. Und Fienchen. Fienchen, die Schnecke. Und Grobi. Und das Krümelmonster. Und Samson. Oh, Gott sei Dank. Und Abby Kadabby. Ja? Ja. Und ihr habt ja vor allen Dingen auch sehr viel Musikgeschichte geschrieben. Also als ich Kind war, habe ich ja schon mit meiner Mutter rauf und runter das Quietscheentchen-Lied gesungen. Kannst du das auch immer noch, Ernie, kannst du das noch gerne singen oder sagst du nach 50 Jahren, ach, wird doch mal Zeit für ein neues Lied? Ich singe das andauernd. Es gibt ja auch mehrere Quietscheentchen-Lieder, wie du weißt. Aber stimmt, er meint das eine. Das eine, das du immer so gerne singst. Ja, das kennt ihr doch vielleicht auch, Das kennt oder? Ihr doch, oder? Quietscheentchen, nur mit dir tanze ich so gerne hier. Quietscheentchen, der beste Freund, den's gibt. Scoopidoopidoop, Quietscheentchen, so ein Spaß. Wenn ich drücke, sagst du was. Quietscheentchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Ah, okay. Als ich gesagt habe, dass ich zum Sesamstraßengeburtstag komme, haben alle Leute, die mir das Lied vorgesungen haben, aber auch Mana Mana, es gibt so viele Lieder aus 50 Jahren. Habt ihr auch eine Frage an Ernie und Bert? Gibt es irgendwas, was ihr gerne wissen möchtet? Schau mal, er hat da so einen kleinen Elmo, hat er da. Der ist aber hübsch. Eine kleine Elmo-Figur. Jemand von den Erwachsenen vielleicht? Auch noch. Ja, du hast eine Frage? Du hast einen kleinen Kermit. Kermit, der Frosch. Auch ein Freund von euch. Hallo Kermit. Hallo Kermit. Ich habe auch 40 Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, Ernie und Bert Fragen zu stellen. Es ist ein bisschen besser. Hat noch jemand eine Frage an Ernie und Bert da hinten? Da hinten meldet sich jemand. Wie viele Büroklammern hast du? Oh, das ist mindestens zweistellig. Ich glaube 31. Nur 31 in 50 Jahren? Ja, die anderen habe ich natürlich irgendwann mal weggegeben, weil ich habe nur die schönsten und besten. Kann Bert die auch alle unterscheiden, Ernie? Was meinst du? Ja, ich befürchte schon. Ich habe aber auch... So ist das mit Klammern. Ja, das kenne ich. So ist und Papierschnipsel. Ist da eine Frage? Frag, jetzt ist die Zeit.
Autogramme gibt es gleich. Und da ist noch eine, machen wir alles gleich und Selfies und so weiter. Wenn ihr schon da seid, gibt es das alles. Und du hast auch noch eine? Oh, Ernie, das wollte ich euch auch schon immer mal fragen. Ja. Wie viele Quietscheähnchen hast du? Ich habe nur ein Quietscheähnchen. Das ist das Quietscheähnchen. Ja, natürlich. Mehr Quietscheähnchen braucht man nicht. Eins reicht völlig aus. Hm. Und du hast das in all den Jahren noch nie verloren? Nein, natürlich nicht. Es ist doch mein Lieblingsquietscheähnchen. Da passe ich sehr drauf auf. Es ist immer dabei. Hm? Es gibt Autogramme nicht nur von euch beiden, sondern vor allen Dingen auch von euren Puppenspielern, die natürlich auch da sind und die das auch schon sehr, sehr lange machen. Oh, ja, die erwachsenen Fans unter euch, die Nerds, kennen sie sowieso. Ich glaube, es wird Zeit. Wir sehen uns in 2 Stunden wieder. Ja. Du hast noch eine Frage. Komm mal. Aber das mit den, da wo Ernie und Bert, die Weihnachtsfolge, da war es echt lustig, als der Weihnachtsmann die Geschenke vertauscht hat. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Euer Weihnachtsspecial? Ich habe nicht verstanden, das war zu leise. Kannst du noch mal wiederholen? Euer Weihnachtsspecial, ich glaube, das war 2008. Da kam der Weihnachtsmann zu euch und hat die Geschenke vertauscht. Ja. Ob ihr euch da noch dran erinnern könnt? Ja, natürlich kann ich mich daran erinnern. Er hat einen der wunderschönsten Kronkorken für mich mitgebracht. Mhm. Ja. Ja, gut. Da ist noch eine. Jetzt haben wir natürlich die Büchse der Pandora geöffnet. Ja. Oha. Wie heißen die Eltern von Ernie und Bert? Das ist eine sehr gute Frage. Das weißt du doch bestimmt, Julia. Du bist doch ein Super-Experte. Ja, Jim Henson heißt der Vater. Nein, nein. Unsere Eltern heißen Mama und Papa. Ja, ja, genau. Sehr gut, Ernie. Okay, kleiner Applaus, guter Zeitpunkt. Ernie und Bert, meine Damen und Herren. Oh, danke. Oh. Gebt uns bitte gleich einen kleinen Moment Zeit. Hier ein bisschen umzubauen. Es werden Möglichkeiten gegeben sein, im Laufe des Tages euch mehrfach zu treffen hier. Und jetzt würde ich natürlich auch gerne mal sehen, wer eure Puppenspieler sind. Hier ist dein Quietschhähnchen. Ja, das habe ich gesehen, das noch ist umgefallen. Hey Puppenspieler, ihr müsst mal hochkommen. Ihr kommt ihr mal hoch? Ja, los, ziert euch nicht. Dann müssen wir für runtergehen. Moment. So, hier ist einer. Ah. Hier ist der andere. Das ist Martin Paas. Und Carsten Hafke. Die schon seit über 16 Jahren in Deutschland Ernie und Bert spielen. Wie ist das für euch? Ist das immer noch eine Magie der Olymp als Puppenspieler? Wie lebt man damit, Ernie und Bert zu sein? Ja, also für mich ist das so, wenn ich die Figuren dann sehe, wenn wir wieder drehen, dann geht mir das so, wie euch das wahrscheinlich eben auch gegangen ist. Man kriegt so eine kleine Gänsehaut und denkt so, oh, sie sind es wirklich. Und daran ändert sich bei mir gar nichts, ehrlich gesagt. Okay, und für dich? Ich bin nur gerade überwältigt. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin so froh, dass ich euch sehe. Das ist toll. Nein, aber mir geht es genauso wie Martin. Das ist das Allerschönste, bei der Sesamstraße dabei sein zu dürfen. Erwähnt man das, wenn man neue Leute im Freundes- oder privaten Bekanntenkreis hat? Sagt man, man ist Ernie und Bert oder sagt man es lieber nicht? Weil da ja deutlich mehr Fragen aufkommen dann. Also, es hängt davon ab, ob man jemanden näher kennenlernen möchte oder nicht, ehrlich gesagt. Ja, also mein Sohn hat es mal versucht, in der Schule zu erzählen, aber ich habe ihm einfach nicht geglaubt. Ja, ja. Ja, damit war die Sache erledigt. Ihr seid ja nicht nur Ernie und Bert, das wissen wahrscheinlich einige Fans von euch auch. Ihr spielt auch Wolle und Pferd. Ja. Gleichermaßen. Ja, genau. Genau. Ja, also ihr seid, das sind wir auch, genau. Aus der Möhre für zwei. Genau, ganz genau. Ja, ihr habt Autogrammkarten dabei. Ja. Wer möchte, kann euch jetzt hier treffen. Gibt es eine Autogrammkartenstation, wisst ihr das, wo man gleich hingehen kann? Oder soll man hier nach vorne kommen? Müssen wir gleich mal schauen. Da müssen wir mal das MKG fragen. Genau. Wir sind auf jeden Fall in 2 Stunden wieder hier zusammen. Und um 12 Uhr. Um 12 Uhr kommt Elmo, meine Damen und Herren. Bitte kurz aufstehen, ein bisschen verteilen und dann sind wir gleich wieder da. Okay. Bitteschön. Also vielen Dank. Ja, meine Lieben, jetzt haben wir zum Sesamstraßengeburtstag natürlich den Star der aktuellen Sesamstraße da. Ja, wer kommt denn? Du bist doch schon da, Elmo. Ach, hallo. Ja, genau, ich bin da. Hallo. Welch eine große Freude. Es ist ein Riesentag hier in Hamburg. Ja, toll, ich bin total aufgeregt.
Ich auch. Ich tatsächlich auch. Ich bin auch großer Fan. Ich bin ja eigentlich auch Teil der Sesamstraße, so ein bisschen gefühlt. Ja. Und seit 50 Jahren läuft es. Was waren deine Highlights? Was hast du am liebsten in der Sesamstraße erlebt? Boah! Also, daran kann ich mich kaum erinnern, weil jeder Tag ist ja ganz was Besonderes, weißt du? Das stimmt. Das ja. Zum Beispiel gestern. Oder vorgestern. Ja. Oder vorvorgestern. Ja. Oder der Tag davor. Ich weiß gar nicht, wie viele Vors das sind. Gestern war ich auf jeden Fall besonders aufgeregt. Das war auch für mich schon ein besonderer Tag, das kann man sagen. Mhm. Es gibt nachher eine große Geburtstagstorte. Ja, also vielleicht gibt es die. Weil Krümelmonster kommt vielleicht auch und dann haben wir alle nichts davon. Ah, okay. Ernie und Bert kommen auch, die habe ich schon gesehen. Ja. Und ganz, ganz, ganz viele Fans. Also du hast ja heute die Möglichkeit, wirklich deine kleinen und großen Fans, da gibt es ja beides, wie du siehst, ja. Kannst du heute treffen. Bist du da ein bisschen nervös so vor so einem persönlichen Gespräch? Nein, überhaupt nicht. Wieso soll ich denn da nervös sein? Das sind doch alles tolle Leute und tolle Freunde und die sind ja alle total nett und so. Ja. Und ich glaube, das wird ein bisschen lustig. Wie feiert ihr Geburtstag in der Sesamstraße? Also heute, direkt am Sonntag, gibt es ja ganz viel Jubiläumsprogramm im Fernsehen. Ja. Was macht ihr so die ganze Woche? Ja, wir gucken Fernsehen. Ja. Besonders gerne Sesamstraße wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, ja, wir waren ja überall. Wir waren sogar in den Tagesthemen. Ich hab's nicht gucken dürfen, denn ich bin ja erst 3,5 und da darf man ja nicht so lange aufbleiben. Aber dafür hast du dich sehr, sehr gut gehalten für 3,5. Ja. Im Laufe der Zeit auf jeden Fall. Ja, ja. Hast du einen besonderen Wunsch für die Sesamstraße zum Geburtstag? Ja, dass sie mindestens 3,5 wird. Nee, noch. Also, dass es sie noch ganz lange gibt und dass ich noch ganz lange da wohnen bleiben darf. Bitte, bitte, bitte. Wir dürfen nachher zusammen auf die Bühne gehen. Ich freue mich sehr. Ja. Vor ganz vielen Kindern. Ja. Erwachsenen. Ja. Wird ein schöner Tag. Schauen wir, was heute alles passiert. Und es sind deutlich mehr Leute da als eben. Oder ich habe eben nicht da oben rauf geguckt. Das kann auch sein. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass jetzt der Star der Sesamstraße kommt. Zu meiner Zeit waren Samson und Tiffy. Heute ist es Elmo. Das Original. Ah, das Original ist da. Das Original. Wo warst du so lange? Wir feiern hier schon seit ein paar Stunden. Ja, ich habe mich verlaufen hier im Museum. Es ist hier total voll. Überall sind Leute und überall ist Kunst und sowas. Genau. Und in ein paar Monaten geht hier sogar eine große Sesamstraßenausstellung los. Guck mal, wer alles da ist. Deine ganzen Fans sind hier vorne. Hallo. Alle winken. Wow, so viele Leute. Schaut ihr alle gern Sesamstraße? Ja, ja. Was passiert bei dir im Baumhaus jetzt nächste Woche? Gibt es da noch mal eine große Party? Ja, es gibt eine große Party und ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, aufzupassen, dass Krümelmonster die Torte nicht auffrisst. Oh ja, oh ja. Wer ist dein allerbester Freund in der Sesamstraße? Oh, das ist schwierig. Ich mag die alle gerne. Ah ja, okay. Guck mal. Hallo. Guck mal. Alle Leute wollen Elmo sagen, dass sie Elmo auch als Kuscheltier zu Hause haben. Hast du auch Elmo als Kuscheltier zu Hause? Ich habe Samson und Tiffy bei mir im Flur stehen. Wie oft hast du jetzt schon Happy Birthday gesungen? Ah, schon die ganze Woche. Ich übe schon das ganze Jahr Happy Birthday singen. Oha. Wollen wir es einmal zusammen singen mit allen Kindern? Ja. Könnt ihr das Happy Birthday Lied mit uns einmal singen? Wir zusammen singen mit alle Elmo? Zusammen Happy Birthday Sesamstraße. Happy Birthday, guck mal, kommen immer mehr Fans. Oh, toll. Das wird ein anstrengender Tag. Ja. Also dann. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you! Happy Birthday, Sesamstraße! Happy Birthday to you! Die Magie von Elmo überträgt sich auch aus 10 cm Entfernung. Die Figur funktioniert zweifelsohne. Es gibt nachher eine große Geburtstagstorte. Bleibt ihr noch alle bis 15 Uhr da? Bitte, bitte bleiben. Es gibt nachher eine große Torte. Ein extra großes Stück fürs Geburtstagskind. Ach, guck mal. Jetzt kommen die ganzen Fans an. Okay. Hat noch jemand von euch eine Frage an Elmo? Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Oh, mein Lieblingsessen? Tja, das ist eine gute Frage. Brokkoli. Wie bitte? Brokkoli. Brokkoli. Vielleicht. Was sehr Gesundes. Und eine weitere. Ich habe auch noch eine Frage an Elmo. Was ist deine Lieblingstorte? Deine Lieblingstorte? Meine Lieblingstorte ist Geburtstagstorte. Die gibt es ja. Eine sehr, sehr große Geburtstagstorte. Ja. Da könnt ihr alle Stücke zusammen mit Elmo und Ernie und Bert essen. Ja. Oh, guck mal.
Eine weitere Frage. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Deine Lieblingsfarbe? Rot? Meine Lieblingsfarbe ist rot, wie das Elmo. Was ist deine Lieblingsfarbe? Regenbogen. Mama. Regenbogen, ja, das Regenbogen. Ist ganz gut. Das ist das, wofür die Sesamstraße steht. Worauf können wir uns jetzt freuen in den nächsten Wochen? Was passiert als in den nächsten 50 Jahren bei der Sesamstraße? Ja, das weiß ich noch nicht. Das werden wir ja sehen. Weißt du denn schon, was bei dir passiert? Nee. Ah, nicht so richtig. Aber wir planen ein bisschen mehr. Ach, guck mal. Okay, also es nimmt hier langsam Überhand. Ihr merkt das schon. Ein seriöses Interview mit Elmo machen wir dann später nochmal an anderer Stelle. Guck mal, die verabschieden sich schon. Willst du schon gehen? Nein. Ja, tschüss. Nein, okay. Es gibt auch hier, auch zu Elmo, so wie vorhin, einen Puppenspieler. Und der ist unter Puppenspielerkreisen der Star. Du hast große Freude, Elmo, dass du von diesen Menschen gespielt wirst. Ist das so? Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Ihr könnt Elmo alle später wiedersehen. Ich glaube, es wird jetzt Zeit für Martin Reinl, den Puppenspieler von Elmo. Aber komm hoch. Elmo, danke schön. Hallo. Hallo. Martin, du siehst, es ist nicht so leicht. Es ist ja total voll hier. Es ist sehr, sehr voll, genau. Er spielt auch noch Grobi in der Sesamstraße, den Wolf und ganz viele andere Figuren. Und wie ist das für dich jetzt hier, dein Publikum, Elmos Publikum zu sehen? Ja, toll, weil wir sonst, wenn wir das drehen, haben wir ja nie Publikum da oder selten. Von daher ist es toll, immer zu sehen, dass tatsächlich Leute kommen, die das kennen. Wie alt bist du geworden, Elmo? Elmo, wie alt bist du geworden? Ich bin 3,5. Okay, ich glaube, es wird Zeit, es wird ein Tumult. Wir machen auch hier mit dir eine kleine Autogrammstunde. Ja. Und Elmo kommt in 2 Stunden dann nochmal wieder. Gut. Er sagt gerade schon, er weiß gar nicht, wer hier Platz nehmen soll. Er ist ja gewöhnt, unten drunter zu sitzen. Das ist der Mann, der Elmo ist. Und noch sehr viel mehr natürlich. Ganz genau. Und meine private Stimme klingt genauso wie in meiner Arbeit. Das ist das Problem. Man kann immer nur mit ihm so sprechen. Nein, das stimmt nicht. Grobi machst du auch in der Sesamstraße? Ja. Du hast deine eigenen Figuren nicht unerwähnt zu lassen. Traudel, das alte Zirkuspferd. Du bist quasi so für Puppen-Serienfans schon die Nummer 1 in dem Business. Das weiß ich nicht. Also ich bin zumindest viele, sagen wir es mal so. Ja. Also ich wusste nicht, ob eine Figur es zur Nummer 1 schafft. Da dachte ich, dann nehme ich gleich alle, die es gibt. Ja. Und du hast auch einfach so viele hunderte von Figuren bei dir zu Hause. Oder in der Wohnung oder in der Firma. Ne? In der Werkstatt, im Atelier. Genau. Was bedeutet dir die Sesamstraße? Also die Sesamstraße ist natürlich der Grund, glaube ich, mit dafür, warum ich diesen Beruf überhaupt mache. Jim Henson und alles, was er gemacht hat. Ich habe einfach als Kind davor gesessen, habe mich hypnotisieren lassen, habe das aufgesaugt und wollte das machen. Ich habe das gesehen als kleines Kind und habe gespürt, das muss der tollste Beruf der Welt sein. Mhm. Und das stimmt tatsächlich. Und ja, und ich habe dem einfach immer nachgeeifert und wollte irgendwie auch dazugehören. Und habe das aber nie so drauf angelegt. Also ich wäre nie von alleine aus Eigeninitiative auf die Idee gekommen, mich bei der Sesamstraße zu bewerben. Tatsächlich? Nee, ich habe mich nicht getraut. Du bist, das war für mich eine heilige Kuh, das macht man nicht. 2008 ungefähr, ne, bist du zur Sesamstraße gekommen, meine ich. Das ist deine erste Rolle, war ein Huhn, noch in der Kulisse mit Samsons Höhle. Ja, man fängt klein an. Und jetzt ist er einfach Elmo und Grobi und der Wolf und wahrscheinlich auch noch jede Menge Side-Characters, die so... Schweine, Hühne, Käfer, alles Mögliche, was halt so... Was waren deine Highlights in den ganzen Jahren, wo du schon dabei bist? Naja, also tatsächlich, es gibt so Momente, die vergisst man nicht im Leben. Ja. Also ich werde es auch nie vergessen, wie ich das erste Mal Ernie und Bert gesehen habe. Eigentlich ganz uncharmant, man sieht sie im Karton. Im Karton tatsächlich, aber das war mein erster Tag und dann traf ich den Carsten Hafke, den ich ja schon kannte, mit dem ich auch schon gearbeitet habe, der hier den Bert spielt und Pferd und so. Und der nahm mich irgendwann beiseite und sagte, komm mal mit. So, und dann gingen wir in so einen Nebenraum und dann machte der so einen Deckel ab und dann waren Ernie und Bert. Und dann, wuff, dann sah man die plötzlich und auf einmal hatte man die ganze Kindheit wieder vor der Nase. Ist das heute auch noch so, wenn du ins Studio kommst und die Figuren da stehen? Ja, also ich bin jedes Jahr, wenn wir so eine Staffel produzieren, kommen ja dann auch Puppen aus Amerika, es kommen ja auch immer neue dazu oder also auch mal so Gastpuppen, also mal irgendwelche Tiere oder irgendwelche... Ich auch so ein Hasen, so ein oranger Hasen. Alles Mögliche wird dann immer so rübergeschickt aus Amerika und ich bin immer total neugierig. Und das Erste, was ich immer mache, wenn ich ins Studio komme, ich sag mal, gibt's wieder was Neues? Wer ist denn diesmal dabei? Und dann linse ich immer so und gucke, was in den Kisten ist. Krass. Und das ist schon ganz spannend. Und dann ist es natürlich auch toll, wenn man dann auch mal so manche Prominente trifft, gerade die, mit denen man vielleicht auch aufgewachsen ist. Also Udo Jürgens fand ich halt super, dass man da mal mit dem zusammen ein Lied singen darf und so. Ja.
Ist schon toll. Heute kommen ja auch ein paar Prominente der Sesamstraßen-Geschichte. Auch aus deiner Kindheit. Ja. Peter Röders, der erste Samson, wird da sein. Einige weitere mehr. Ist das für dich dann auch so ein kleiner Mix aus Fan von damals und Puppenspieler von heute? Zweifelsohne. Also ich habe schon gesagt, ich bin heute eigentlich mehr als Fan hier, als dass ich einen Teil des Ganzen mich sehe. So, ja. Weil es tatsächlich die Leute, von denen ich gehört habe, dass sie kommen werden, sind tatsächlich Leute, mit denen ich selber ja nie gearbeitet habe, sondern die eher dazu gehören, warum ich diesen Beruf mache. Ja. Also tatsächlich Peter Röders bin ich bisher nie begegnet. Aber den habe ich natürlich als kleines Kind als Samson bewundert. Ne? Das heißt, er bringt Herrn von Bödefeld mit, dann können wir die Geschichte rund machen heute. Und ich darf mit Elmo zusammen auf der Bühne stehen. Auch das noch. Ich auch. Alles. Ich auch. Du auch? Genau. Es wird ein sehr, sehr langer Tag. Und wir schauen, dass wir so viel wie möglich heute hiervon mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß, uns viel Spaß beim Geburtstag der Sesamstraße. Na, dann gehe ich mal wieder in die Arbeit. Bis dann. Ciao. Hier eine Dame, die schon seit 1993 im Hintergrund bei der Sesamstraße mitspielt, und zwar Hallo. Als Handspielerin Charlie Kaiser. Große Ehre. Ich kenne dich vor allen Dingen als zweite Hand von Tiffy in den 90ern. War das die erste Rolle, die du mitgespielt hast, oder wie bist du zur Sesamstraße gekommen und wie kam es dazu, dass du offensichtlich jetzt ja auch bei Ernie und bei anderen Figuren immer so die zweite Hand spielst? Also ich bin gelernter Puppenspieler. Mhm. Ich habe beim Marionettentheater angefangen, in Schwäbisch Hall bei Gerhards Marionetten, und habe irgendwann Marita Stolze kennengelernt und Carmen Schwer hat irgendwann in Hannover, glaube ich, am Hannoveranischen Staatstheater hatte sie eine Rolle übernommen. Ja. Und, das war deine Vorgängerin sozusagen. Genau. Ja. Und damit wurden die Hände von Tiffy frei. Ja. So. Genau. Denn Tiffy, muss man sagen, hat natürlich beide Hände, wo man so richtig reinsteigen konnte. Ne? Genau. Und Marita Stolz hat es gesprochen. Du hast dann beide Hände gemacht bei Tiffy. Ja, ja. Ne? Ja, okay. Also ich finde es selber auch einfacher, beide Hände zu spielen. Mhm. Es ist am Anfang eine Frage der Entfernungen. Wo ist der Schnabel, die Nase? Ja. Wo greife ich hin? Aber man hat es sehr, sehr schnell im Blut. Ja. Und dann ist es einfacher natürlich zu klatschen oder einen Wecker zu reparieren oder ein Taschentuch zu halten und sich zu schnäuzen, wenn man zwei Hände hat. Ja. Und ihr hattet ja auch immer einen kleinen Kontrollbildschirm, ne? Genau. Ihr habt das Bild gesehen. Und es gibt ja so ein paar wenige Making-of-Aufnahmen, wo man auch mal so ein bisschen sehen konnte, wie eng ihr natürlich auch zusammengesessen habt und wie tief und wie eng. Also da wird man wahrscheinlich relativ schnell so ein bisschen routiniert, weil man schon ahnt, was der andere vorhat. Oder ja, man hört den anderen ja auch atmen. Ja. Mhm. Nicht? Also wenn ich jetzt sage, oh, dann weiß ich, dass ich diese Bewegung mache. Ja, ja. Und dass er nicht sagt, oh, und ich mache, ne? Passt nicht. Ja. Ja, die Hände folgen immer dem Kopf. Ich schaue erst hin und dann kann ich mit der Hand folgen. Mhm. Und das merke ich, wenn derjenige ganz nah an mir dran ist, dann merke ich, wo muss ich hin? Ja. Und in welcher Intention? Ja. Wie war das Ensemble-Spiel damals bei euch? Als du angefangen hast in den 90ern, das war die Zeit mit George und Bettina, mit Rumpel und Wu der Eule, die ich immer gerne erwähne. Wie war das damals? War das auch so ein bisschen, wie man sich das vorstellt, so ein Sesamstraßen-Familiengefühl? Ist es immer. Immer? Ist es immer. Ist es immer. Also wir sehen uns ja zwischendurch recht lange nicht. Ja. Und wenn wir uns dann mal nach einem halben Jahr wiedersehen, weil die nächste Drehzeit ansteht, dann ist es ein großes Juhu und Hallo und ja, große Freude. Wir sind ein sehr, auch jeder, der zu uns zu Besuch kommt, empfindet das als sehr, sehr angenehm. Es ist also sehr, sehr kollegial, es gibt keinen Stress an der auf dem Dreh. Es jeder hat immer noch fein. Große leuchtende Augen, wenn er in die Sesamstraße kommt. Und das merke ich natürlich auch jetzt hier. Du siehst ja auch viele Kinder. Wie ist das so für dich, vor Live-Publikum das zu machen? Ist das nochmal schöner oder anstrengender? Es ist heute sehr anstrengend, weil wir keinen Ton hatten. Ja. Also weil wir nicht gut zu verstehen waren. Schaut euch mal den ersten Auftritt von Ernie und Bert an. In der Tat, das muss jetzt gleich gefixt werden. Aber ich bin sehr gespannt auf die Elbphilharmonie und ich freue mich sehr darüber. Ja. Unser Zielpublikum live zu erleben. Also ich habe selber auch Puppentheater gemacht, lange live.
Und Zielpublikum, das, schönes Wort. Und das ist ja natürlich sehr schön, wenn man direkt die Quittung kriegt. Genau. Es ist auch einfach sehr lehrreich. Mhm, du weißt genau, oh, das funktioniert oder das funktioniert nicht, ja, weil die Kinder nicht mitgehen. Du hältst dich ja so ein bisschen im Hintergrund auf. Das sind, tun alle Puppenspieler, klar, aber du sprichst ja auch keine Figur. Genau. Ne? Ich bin nicht das Brain. Nee, warum ist das so? Hat es in den 30 Jahren mal gekribbelt, dass du auch sagst, eine Figur wäre mal gut? Jetzt bist du Ernies recht. Hand, jetzt bin ich Ernies rechte Hand, genau. Und vom Pferd bin ich die Hufe. Ja, ja. Und dann darf ich Elmo unterstützen, wenn er irgendwas zu händeln hat, was einfacher ist mit zwei Händen. Das ist quasi dein Fachgebiet. Ich bin Handspieler. Ja, Handspieler, ja. Und ich spiele auch von Abby die Hände. Ah ja. Oder eine Hand, also je nachdem, was zu tun ist. War mal die Idee, dass du auch eine Figur sprichst? Ich halte mich selber für keinen sehr guten Sprecher. Also ich darf zwischendurch mal ein Anything Muppet spielen. Ein Anything Muppet ist jemand, der zu Besuch kommt, der in einer Folge eine Gastpuppe, einen Auftritt hat. Und sagen wir mal, für sowas bin ich gut. Ja, Aber so wie Martin Paas oder Martin Reindl oder Carsten Hafke, es sind Comedians. Ja, ja? Müssen natürlich wahnsinnig schnell. Man kann sie auch präsentieren. Ja. Ne? Ihnen fällt immer was Lustiges ein, sie sind Entertainer und die haben auch gar keine Scheu auf der Bühne. Überhaupt, das merkt man, überhaupt nicht. Da leben sie erst richtig auf. Genau, und ich bin froh, dass ich die Deckung habe. Seit 30 Jahren im Grunde schon. Kamen dir die 30 Jahre auch schnell vor oder wie blickt man manchmal zurück? Ich meine, du hast Tiffy gespielt, bis es Tiffy irgendwann leider nicht mehr gab. Du weißt, ich bin ein Fan von damals, ich vermisse die alten Figuren. Wie schnell kam dir diese Zeit vor? Also ich bin selber Mami und habe inzwischen zwei wunderbare Enkelkinder und an denen sehe ich, wie lang die Zeit ist. Und aber wenn ich Marita heute sehe, ich glaube, wir könnten sofort wieder Tiffy spielen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. In der Tat kommen heute auch ein paar Altkollegen von damals. Genau. Wir werden ein großes Klassentreffen. Ja, ich wünsche dir weitere 30 Jahre, solange es dir Freude macht. Ne? Vielen, vielen Dank, dass du diese Serie so bereicherst. Charlie Super. Kaiser. Und die beiden sind im Prinzip immer schon da gewesen. Seit 50 Jahren die Stars der Sesamstraße. Wollen wir sie rufen? Wollt ihr sie mit mir zusammen rufen? Ernie, 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 Ernie und Bert. Bert, Bert. Es sind ja ganz viele Leute da. Hallo. Das ist ja toll, dass ihr alle gekommen seid. Oh, ich freue mich total. Ja, und es so sind sogar viele Leute. Einige neue da, die vorher noch nicht da waren. Meine Damen und Herren, das sind die Originale, liebe Kinder. Das sind die echten Ernie und Bert. Ja, kommen noch andere? Und die haben, ich habe hier so ein paar ganz viele Plüschtiere gesehen hier von euch. Ihr habt sehr, sehr viele Fans hier. Wie ist es für euch, eure Zuschauer, eure Fans hier zu sehen? Ich bin überwältigt, so viele tolle Leute hier zu sehen. Ja, fall nicht wieder gleich in Ohnmacht, Bert. Ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Das ist das Schöne. Das macht er jedes Mal. Ja. Also ich freue mich ganz toll. Ich würde nur gern wissen, wie ihr alle heißt. Könnt ihr uns gleich mal euren Namen sagen? Auf drei ruft ihr alle euren Namen und wir auch. Eins, zwei, drei. Bert! Schön, euch kennenzulernen. Das ist toll, jetzt kennen wir uns alle. Eine Sarah sitzt da hinten, könnte ich mir jetzt vorstellen. Was, eine Sarah? Okay. Welche Sarah? Ihr feiert hier heute Geburtstag. Ich habe den Namen Sarah eben gehört aus der großen Menge. Das war der einzige Name, den ich verstanden habe. Wer von euch ist Sarah? Ja, Wie feiert ihr den Geburtstag? Was passiert heute hier? Es gibt nachher eine große Torte für alle. Ja. Es gibt Autogramme und Fotos. Ja. Wie sehr freut ihr euch über 50 Jahre Sesamstraße? Ja. Ja. Also ich freue mich so sehr von hier bis da und noch weiter. Warte mal, also dann freue ich mich von hier bis da. Oh, wer ist das denn da? Ich höre ein Geräusch. Ich wusste gar nicht, dass ich mich so weit freuen kann. Lass Bert auch noch ein bisschen Platz, sonst fällt er gleich schon wieder in Ohnmacht. Bert ist ja auch zu meiner Zeit, als ich Kind war, da bist du ja auch schon in Ohnmacht gefallen. Weißt du ungefähr, wie oft du umgekippt bist? 322 Mal. Oha. Aber nur rückwärts. Ich bin auch nach vorne in Ohnmacht gefallen. Ungefähr so. Oh, tut dir nicht weh, Bert. Ich kann auch zur Seite in Ohnmacht fallen. Aber Ernie,
Mhm. Ich kann auch zur anderen Seite in Ohnmacht fallen. Ernie, kannst du auch in Ohnmacht fallen eigentlich? Ob ich in Ohnmacht fallen kann? Ich kann es ja mal versuchen. Nein, ich bin wieder aufgedopst. Ernie, ich habe jetzt so vielen Freunden erzählt, dass ich heute mit euch auf der Bühne stehen darf. Und eine Frage, die ich dir unbedingt stellen sollte, ist, tut es dir manchmal leid, wenn du Bert ein bisschen ärgerst? Ärgern? Aber ich ärgere Bert doch nicht. Habe ich Bert jemals geärgert? Irgendjemand hat ja gesagt, Bert. Wenn du Bert nicht schlafen lässt. Naja, das ist aber einfach so. Bert will schlafen und dann finde ich das ein bisschen langweilig und dann habe ich eine viel bessere Idee und dann muss ich Bert von meinen Ideen überzeugen. Ja. Und weil das heute Abend wieder so sein wird, schlafe ich jetzt schon mal vor. Gute Nacht. Du Bert, vielleicht solltest du jetzt nicht vorschlafen, Bert. Guck mal, hier sind doch noch ganz viele Gäste. Oh ja, nett, wenn du noch ganz kurz wach bleibst. Und Bert, was gefällt dir denn an Ernie besonders gut? Also Ernie ist ja mein allerbester Freund. Ist das tatsächlich so? Und das wird auch so bleiben, egal was er macht. Das ist gut zu wissen. Da wird mir noch einiges einfallen. Und Ernie, was magst du an Bert besonders gerne? Ach, ich mag seine Farbe. Er ist so wunderschön gelb. Ist der nicht wunderschön gelb, der Bert? Oh, und was ich an Bert auch mag, ist seine Augenbraue. Ist euch schon mal seine tolle Augenbraue aufgefallen? Das ist das Tollste überhaupt, Bert, ist deine Augenbraue. Du kannst mit so wenig so viel erzeugen. Guck mal richtig grimmig. Richtig grimmig gucke ich so. Oha. Das ist richtig grimmig, oder? Ja. Und richtig jetzt guck fröhlich mal ganz kannst fröhlich, du auch? Bert. Fröhlich, das wird schwieriger. Ja, da kann man noch dran arbeiten, Bert. Ja, und dann mag ich an Bert, dass er einen gestreiften Pulli hat, obwohl seine Streifen falsch rum sind. Moment, so sieht's jetzt richtig. Ja, so geht's, Bert. Ja. Was sind eure besten Freunde in der Sesamstraße außerhalb von euch beiden? Wen mögt ihr besonders gerne? Ich habe meinen besten Freund dabei, Moment. Ach ja, das Fietschähnchen natürlich, Idiot. Ja. Aber meine besten Freunde sind alle, die in der Sesamstraße wohnen. Ja, okay, alles klar. Und was esst ihr besonders gerne? Nachher gibt es eine große Torte. Was esst ihr am liebsten abends, wenn ihr gemütlich in eurem Wohnzimmer sitzt? Also, ich esse am allerliebsten Kekse im Bett. Aber nicht in meinem Bett, das habe ich gelernt. Denn wenn man Kekse in seinem Bett isst, dann hat man lauter Krümel in seinem Bett. Und deshalb esse ich meine Kekse nur noch in Berts Bett. Da könnt ihr mal sehen, wie das ist. Ich esse am liebsten übrigens Haferflocken. Haferflocken, also was ganz Gesundes abends sogar. Und mittags. Haferflocken. Ja, die sind sehr lecker. Porridge sagt man auch heutzutage. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gesund. Besser als Kekse auf jeden Fall. Und wer ist bei euch für die Ordnung zuständig? Wer putzt, wer räumt auf, wer macht die Küche? Irgendjemand räumt auf? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Wusstest du das, Bert? Ja, das wusste ich, weil ich das mache. Oh, tatsächlich? Ich räume auf. Ich weiß sogar, was eine Geschirrspülmaschine ist. Oh, Ernie, kennst du das auch, eine Geschirrspülmaschine? Eine was? Eine Geschirrspülmaschine. Das habe ich noch nie gehört. Ach, Bert, was meinst du, wie werdet ihr die nächsten 50 Jahre verbringen? Hoffentlich genauso lustig wie die letzten. Ja, mir wäre das sehr recht, wenn ich in 50 Jahren immer noch nicht weiß, was eine Geschirrspülmaschine ist. Ich werde dir das mal zeigen, Ernie. Na gut. Ja, heute Nachmittag. Heute Nachmittag bleiben wir hier und essen Kuchen, Bert. Oh ja, Kuchen. Ja. Wir machen nämlich noch ein großes Programm. Elmo kommt nachher nochmal. Ihr kommt auch nochmal zurück. Ja. Für die Älteren kommen noch die beiden Darsteller von Samson nachher hier auf die Bühne. Es wird hier noch richtig was losgehen. Und es gibt die große Torte, wie gesagt. Ja. Wenn die beiden nicht alles wegessen, kriegen wir auch noch alle ein Stück. Einer von euch hatte auch noch eine Frage eben. Kam eben auf mich zu. Gibt es noch eine Frage an Ernie und Bert? Ja? Sag mal. Sie hat dich zu Hause. Oh, du hast mich zu Hause? Ja. Als Kuscheltier. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das hatte ich übrigens auch. Oh, toll. Das ist auch eine sehr gute Idee. Ja. Ich hatte auch Ernie, Bert und Samson. Das waren so meine drei Kuscheltiere. Und du hast auch noch eine Frage. Bitte schön. Du würdest ihm gerne die Hand geben? Ja, dann komm schnell. Dann machen wir das einmal. Wo kommst Wenn du dich schon traust und fragst. Und Bert bietet sich an. Okay, alles klar. Ja, okay, es gibt gleich wieder jede Menge Autogramme im Vergleich zu eben mit den Puppenspielern. So, Ernie, pass auf.
da kommt eine Hand zum Geben. Oh, da, hallo, so. Schön, alles dich da kennenzulernen. Das sind Kindheitsträume, die blieben mir verwehrt. Da muss ich sehr, sehr lange warten, bis ich das durfte. Die Autogrammstunde mit den Puppenspielern Martin Paas und Carsten Hafke findet gleich dort oben statt, nicht hier unten. Dafür ist das hier nicht vorgesehen. Das war eben schon offensichtlich ziemlich kritisch. Du hast auch noch eine Frage? Ja? Sie hat einen riesen Elmo zu Hause. Oh, toll. Noch eine gute Idee. Habt ihr auch kleine Plüschtiere von euch selber? Nein, ich habe nur mein Quietschentchen. Also das Einzige, was ich zum Kuscheln habe, das ist meine Kotkorkensammlung. Ja, okay, gut. Das ist, ja. Die habe ich lieb. Oh. Es gibt manche Dinge, die ändern sich nie. Fragen könnt ihr ohne Ende stellen. Die beiden bleiben den ganzen Tag hier. Ernie und Bert, meine Damen und Herren, die Originale. Oh, danke. Danke. Es bleibt toll hier. Schön, dass ihr alle da seid. Einen Autogramme gibt es gleich mit den Puppenspielern oben. Oh, guck mal, Bert, eine Rolltreppe. Oh. 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 So, wie ihr seht, habe ich jetzt zwei Gäste hier in meinem kleinen, schönen, ruhigen Raum, die sich auch freuen, dass es hier mal ruhig ist. Draußen ist ja unglaublich viel los. Martin Paas und Carsten Hafke, das sind Wolle und Pferd seit über 20 Jahren. Ernie und Bert, 16 Jahre, 17 Jahre ungefähr. Ihr spielt also die zwei wirklich bekanntesten Duos in der deutschen Sesamstraße. Was bedeutet euch dieser Geburtstag? Fangen wir bei Carsten an. Als ich gerade die vielen Kinder gesehen habe mit ihren Eltern, da hatte ich irgendwie Gänsehaut. Ja. Weil es war einfach so schön, so viele kleine und große Fans auf einem Haufen zu sehen. Und ich glaube, das ist ja auch das, wofür wir das machen. Dass wir diese Leute einfach in diesen schweren Zeiten, wo du ständig das Gefühl hast, die Welt geht unter, einfach nochmal so glücklich machen kannst. Mhm. Und kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist einfach toll. Ich freue mich auf diesen Tag und ich bin einfach begeistert. Geht dir das auch so, Martin? Also man sieht ja auch viele Altfans. Ne? Das ist ein sehr gemischtes Publikum, was mich beruhigt. Ja, klar geht es mir genauso. Also diese 50 ist ja eher so eine abstrakte Zahl. Ja. Das kann man ja jetzt nicht so wirklich greifen. Das ist natürlich schön, so einen Punkt zu haben, so ein Jubiläum, ein Aufhänger für das, was gerade passiert. Aber diese Live-Geschichte da eben, die Begeisterung, die man da mitkriegt und was für unterschiedliche Leute. Ich glaube, wir haben irgendwie 200 Autogramme gegeben danach. Mhm. Völlig unterschiedliche Leute da kommen. Wenn man eben mitkriegt, wie viele Generationen das jetzt schon funktioniert und wenn man sich überlegt, Sesamstraße guckt man vielleicht so 2, 3, 4 Jahre und dann wieder 20, 30 Jahre später mit den eigenen Kindern, mir ist das jedenfalls dann so gegangen, dann ist das einfach großartig. Ja. Mhm. Und dann sind die 50 natürlich auch wieder toll, weil du dann eben weißt, ja, das sind jetzt ein paar Generationen. Ihr seid ein großer Teil davon inzwischen, das muss man ja schon wirklich sagen. Ja. Ja. War das bei euch auch so? Martin sagte mir vorhin, dass er natürlich mit Jim Henson aufgewachsen ist. Er wollte sein Leben lang nichts anderes machen als Puppen bauen, Puppen spielen. Ist da bei euch auch so eine kindliche Faszination drin geblieben? Ja, aber ich glaube, mein Erweckungsaugenblick war Yoda. Yoda, interessant. Ich sofort wusste, erstmal, wer dahinter steckt. Mhm. Ich wusste natürlich die ganze Geschichte, ein ganz großer Star Wars-Fan. Mhm. Also ich bin wirklich so ein Franchise-Opfer. Auch Convention-Gänger. Ja, und ich bin aber sehr, sehr vielseitig quasi, weil ich bin auch Star Trek und James Bond. Da sind ja so die Autogramme so teuer, wenn man auf so einer Convention ist und ein Selfie haben möchte. Ja. Das geht hier bei der Sesamstraße deutlich günstiger, muss ich sagen. Ja, wir nehmen jetzt auch 100 Euro. wir machen halt alles falsch. Ja. Also da kam das her. Das ja, und dann habe ich dann Yoda gesehen. Natürlich habe ich ja die ganzen Making-ofs mir angeguckt. Ich habe mir damals diese Zeitschrift Cinefax abonniert. Das ist so eine kleine Zeitschrift aus Amerika, die nur über Special Effects geht. Und natürlich wusste ich genau, wie Yoda funktioniert, wer die Spieler waren. Natürlich war Frank Oz derjenige, der die Yoda-Figur wurde. Der wurde ja von Jim Henson ausgeliehen für Star Wars. Wahnsinn, wo überall Jim Henson hintersteckt. Ne? Das ist naja. Und man sollte aber auch, das war ja auch das Wichtigste, man sollte ja nicht sehen, dass es eine Jim Henson-Puppe ist, weil sonst die Illusion verloren gegangen wäre. Und Frank Oz
hat wohl irgendwann mal in der Drehpause, weil die so Schiss hatten, dass man irgendwie nicht Yoda ernst nimmt, sondern denkt, das ist ein Muppet, hat der Miss Piggy und Bert mitgenommen, oder ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall Miss Piggy, und einfach mal ist mit denen dann in Yodas Hütte rumgelaufen. Also um das nochmal abzuklären. Der Regisseur und George Lucas ist so richtig, die sind so richtig keine bleich geworden, und Mark Hamill hat damals gesagt, das kann auch nur Frank Oz machen. Ja, stimmt, ja. War das bei dir ähnlich? Hast du auch so eine Figur, die da steht? Ja, ich habe so Figuren natürlich, aber Puppenspiel war bei mir wirklich purer Zufall. Krass. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Anfang der 90er, eigentlich gar nicht, was ich machen wollte. Ich hatte nach dem Abi, ich hatte bis vor dem Abi vor Medizin zu studieren, hatte dann auch den Studienplatz nach dem Abi, habe dann 20 Monate Zivildienst gemacht, dachte mir danach, ein ganzes Leben mit Kranken und Krankheit, weil ich habe halt Schwerstpflege gemacht. Oh ja. Und dann habe ich gedacht, nee, ich studiere jetzt erstmal irgendwas, was Spaß macht, und dann suche ich mir einen Job, dann kommt ein Job von alleine. Und dann habe ich angefangen, lauter Dinge zu studieren, die man so wirklich überhaupt nicht braucht: Theater, Film, Fernsehwissenschaft, Kunstgeschichte, Philosophie, Germanistik, und habe so munter drauf los studiert. Und war zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt dann aber schon Patchwork-Papa. Ich bin ziemlich jung Patchwork-Papa geworden und musste einfach auch Geld verdienen. Ja. Und mein WDR-Job lief aus. Man durfte ja immer nur ein Jahr arbeiten bei einem Sender. Das war ja immer noch so, sonst hast du ein Anrecht auf Festanstellung. Ah, okay, es gibt immer so einen Zeitvertrag. Und ich brauchte einen neuen Job. Das heißt Prognose. Ja, Prognose. Genau. Du darfst nicht mehr als 70 Tage im Jahr für einen Sender arbeiten. Das gilt für alle Öffentlich-Rechtlichen, weil du dich sonst einklagen könntest. Wahnsinn. Und nach 70 Tagen musst du... Das gute alte Öffentlich-Rechtliche System. Ich Also, um das kurz zu Ende zu bringen, mein damaliger Mitbewohner hat Regieassistent gemacht in der GUM bei der Revue von Hurra Deutschland, wo Carsten Regie gemacht hat. Und der sagte mir dann, du, dein Job läuft doch da aus. Wir brauchen da einen neuen Darsteller. Da ist einer ausgefallen und da gibt es eine Tournee, ein halbes Jahr. Und dann dachte ich so, Tournee, ein halbes Jahr. Ich dachte, gut, aber ich habe noch nie eine Puppe in der Hand gehabt. Ich kann das ja nicht. Also ich bin dann da hingegangen und zu meiner großen Überraschung habt ihr mich genommen. Also ich muss sagen, Martin hat wirklich ein Lotto gewinnen, weil Naturtalent. Sind zwei Puppenspieler ausgefallen. Mhm. Einer, der sollte eine Ganzkörpermaske tragen von Helmut Kohl. Eigentlich sollte Martin das machen. Mhm. Und dann hatten wir noch den Ernst-Dieter Lug als kleine Puppe mit einer Kamera. Das war auch so Latex-Figur. Ja, genau. Ja. Genau. Und Martin hat dann eben halt mit den Puppen gespielt, und dann kam die ursprüngliche Helmut Kohl-Spielerin, die in der Maske steckte, wieder zurück und sagte, nee, sie würde es doch gerne machen. Mhm. Dann haben wir dann Martin in die Puppe von Lug gesteckt, und das war super. Ja, also mir war das auch total recht, diese Masken, das war viel anstrengender. Ja, aber du hast eine Kamera auf. Unangenehmer, ja, die war aber leicht, und da kam Luft rein. Also ich habe ein halbes Jahr Tournee gemacht, das war super witzig, und ich dachte, oh, von der Kohle studierst du jetzt zu Ende. Hat dann 2-3 Monate gehalten, das Geld, und dann habe ich dann nochmal an die Tür geklopft bei der GUM, weil die halt wöchentlich die Sketche gemacht haben für Zack und dann später Privatfernsehen für Friedrich Küppers. Und da bin ich da so reingerutscht und hatte gar nicht so riesen Ambitionen, habe hier meine Hand gespielt und da mal zwei und sehr selten Puppen geführt. Mir war das so ganz angenehm. War ein guter Job. War ein sehr guter Job und hat Spaß gemacht, nette Kollegen und war lustig da immer. Und dann kamen da innerhalb der GUM dann die ersten Castings für so kleine Serien, die dann produziert haben. Und da gab es dann eine Serie für Vox. Es wurde dann eine Miniserie, weil wir nur eine Staffel gemacht haben. Das hieß Apple und Ei. Und dann sind so zwei verrückte Nachbarn, so etwas amorphe Anything Muppets waren das. Und da hat Carsten den Apple gespielt und mir fiel dann diese Rolle Ei in den Schoß. Ihr wart auch Goleo und Pille. Mhm. Ja, wir waren so viele Fernseh- und Medienpuppen-Duos, die ihr zusammen gespielt habt. Ich habe in dem Goleo-Kostüm Brian Henson kennengelernt. Fällt mir gerade wieder ein. Und natürlich Wolle und Pferd, das Duo, was ja, glaube ich, als Einzelfigur gedacht war, und das Pferd war gedacht, die Wolle kam noch dazu, weil das gut harmoniert hat, weil ihr gut funktioniert habt. Mhm. Und dann hieß es ja irgendwann, Ernie und Bert sollen nach Deutschland kommen, weil nicht mehr so viel da in den USA mit Ernie und Bert gedreht wird. Und für Deutschland ist es natürlich ein riesen Stellenwert, in den USA nicht mehr so sehr, ne? Sind noch dabei, aber nicht mehr jetzt so omnipräsent. Das war dann für euch nochmal eine besondere Herausforderung, auch wenn so viele Jahre schon Erfahrung drinsteckt, ne? Ja, es ging ja darum, dass wir, dass die Sesamstraße Puppenspieler findet, die Ernie und Bert nicht nur spielen kann, sondern auch live sprechen kann. Und sonst wären sie immer synchronisiert.
Und damals fing es auch an mit den NDR-Radiosymphonieorchester. Ah, okay. Konzerte. Live-Auftritte. Live-Konzerte, mit Sprechen live und so. Mhm. Und da haben wir dann Ernie und Bert übernommen. Mhm. War das schwer, was ich natürlich als erwachsener Fan immer wieder lese und auch höre, wenn ich mit anderen Fans spreche, dass sie, ja, die Stimmen sind nicht mehr so wie viel früher. Wie oft müsst ihr euch sowas anhören? Oder gibt es inzwischen auch Generationen, die da einfach nur euch kennen wahrscheinlich, ne? Also ich kann das gut nachvollziehen, weil man ja aus nostalgischen Gründen natürlich die Sesamstraße am liebsten mag, mit der man groß geworden ist, mit der man quasi als Kind zusammen war. So. Und viele wissen aber auch gar nicht, dass die Stimmen die ersten schon lange nicht mehr leben. Ja, und auch die dritten, wir sind ja schon die vierten, auch die dritten leben schon nicht mehr. Und deswegen müssen ja irgendwann neue Stimmen kommen. Michael Habeck war, glaube ich, der letzte. Michael Habeck war der letzte. Michael Habeck war der Rode. Genau. Bei denen haben wir auch mal zugeschaut, oder die haben da zufällig zugeschaut, weil wir was anderes synchronisiert haben. Yeah. Und also wir haben die noch, Anja und Bert sprechen. Den Habeck habe ich noch kennengelernt, ja. Ja. Das war ganz spannend. Irre. Ja, aber es gab auch genau gegenteilige Meldungen. Also ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Wir bekamen oft beim Drehen, kamen dann Kabelhilfen, die sagen, wie kann denn das sein? Also der Ernie klingt doch jetzt noch genauso wie vor 20 Jahren. Und dann sage ich dem, nee, wenn du dir jetzt nur die Tonspur nebeneinander anhörst, dann stimmt das nicht. Aber was viel wichtiger ist dabei, ist, dass die Figuren auf die Charakter passen. Ja. Und wir, wir müssen halt... Achim Mal steht da schon. Nein. Ich kriege keine Luft mehr. Spencer, meine Damen und Herren von Upset. Okay, ja, also um dann nochmal anzuknüpfen, ich glaube, man muss gar nicht unbedingt die Stimme genau einzuordnen. Das funktioniert sowieso nicht. Michael Habeck, mein direkter Vorgänger, war irgendwie 40 Jahre älter und Kettenraucher. Der kann nicht so klingen. Aber ich habe mich zum Beispiel an Gary Duffner orientiert und habe den Rhythmus genommen, den er so hatte, und das Tempo versucht zu nehmen. Und dann hopst du dich da irgendwie ran. Ich muss sagen, das funktioniert wunderbar. Also auch für mich als Altfan, ich bin ja super Nerd, auch vielleicht jetzt nicht die richtige Ansprechpartner, aber ich liebe halt alle Art von Sesamstraße. Und ihr seid nun wirklich seit 20 Jahren Legenden. Bitte wird so weitermachen, die Figuren weiter am Leben halten. Ihr habt ja tatsächlich den Charakter auch der Figuren von damals sehr, sehr gut erhalten und auch in die heutige Zeit gebracht. Wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Ne? Ja, war auch. Zeit beim Papier. So Leute, jetzt müsst ihr ganz, ganz stark sein. Eine Legende aus zwei Fernsehsendungen unserer Kindheit sitzt hier, Achim Hall, Rumpel aus der Sesamstraße. Hallo liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Ost bis Westen. Tja, da bin ich wieder. Rumpel! Yeah. Und Spencer, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Wir hatten eben schon das Vergnügen, ein bisschen miteinander zu sprechen. In deiner Stimme kommt das Spencerhafte direkt durch, es ist sehr gemütlich. Also auch in der privaten Stimme. Ja, auch so ein bisschen, so ein bisschen tatsächlich. Stimmt schon, ja. Ja, man hört natürlich direkt auch in der Stimme, finde ich, auch wenn wir eben schon ein bisschen gesprochen haben, so ein bisschen kommt der Spencer immer mit durch. Ja, der Spencer hat mich schon ein bisschen eingefärbt. Total. Also auch die private Stimme ist inzwischen doch sehr Spencer geprägt. Ja, das glaube ich. Je älter man wird, ne, so Spencer. Rumpel war immer ein bisschen wilder. Ja, aber halt ja auch noch manchmal synchron oder ich mache andere Audioaufnahmen, gerade für Arte und so. Mhm. Aber ja, das ist schon, das Timbre ist dann schon auch verlangt. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch Leute, die sagen, das möchten gerne haben. Also du kannst ja nachher mal am Ende des Tages Bilanz ziehen, wie viele Altfans dich auch auf Spencer angesprochen haben oder vielleicht irgendwas unterschreiben. Aber da würde ich sagen, es sind auch viele. Wir sind natürlich jetzt hier für die Sesamstraße. Ja. Rumpel, bisschen unrühmlich, irgendwann aus der Serie war er plötzlich nicht mehr dabei, als es ein Remake gab mit Elmo, mit dem Baumhaus, waren viele Figuren nicht mehr erwähnt. Das Ensemble vermisst du. Ja, Rumpel passt natürlich nicht mehr so ganz in die neue Konstellation der Sesamstraße. Ja. Also Sesamstraße gab es ja auch ein paar Kommentare zu Rumpel, gerade von den Pädagogen und von den Älteren, den Eltern, dass er ihnen zu wild war oder ein bisschen zu sarkastisch und so. Ja, und natürlich Sarkasmus und Ironie ist natürlich bei Kindern nicht so gefragt. Aber es war auch das Salz in der Suppe. Ja, ja. Also es waren die Kontraste, die es eigentlich ausgemacht haben. Und er konnte auch sehr lieb sein. Ich meine, wir haben Folgen gedreht, Rumpel ist verliebt und derlei Dinge. Und Rumpel ist ein Erfinder und der hat im Keller eine riesige Orgel, auf der er alles spielen kann. All das, diese musischen Dinge, auch die Liebesgeschichten, die er erlebt hat, die sind dann mit der Zeit weggefallen, weil die Bücher natürlich eigentlich immer eindeutig in die Richtung Rumpel und Müll und Rumpel Erfindungen, große Geräte, sowas gegangen sind. Ja. Ja.
Und natürlich immer die Konkurrenz zu den lieben Figuren wie Samson und Fienchen. Da muss ich natürlich sagen, auch als Rumpel war auch so ein bisschen der Herr der trockenen Kommentare. Samson auch gern Fussel genannt und hat so seinen eigenen Spitznamen für Figuren. Auch so ein bisschen so mit dem Erwachsenen. Aber das war ja auch liebevoll, das war nicht böse. Und es ist auch von den anderen Figuren so kommentiert worden und wahrgenommen worden. Das gehörte zu den Geschichten dazu. Auf jeden Fall. Heute erledigen das in einem Programm Ernie und Bert gemeinsam. Ja, ist richtig, ja. Hast du dich sehr wohl gefühlt in diesem Fass? Vermisst du das manchmal? Ja, manchmal vermisse ich es. Hast du manchmal so, erstaunlicherweise, Berührung oder so Bewegung drauf, dass man manchmal denkt, man sitzt doch im Fass, kommt das nochmal vor? Das nicht gerade. Ja. Das ist nicht so, dass ich mit dem Deckel über dem Kopf dauernd existiere. Ja. Nein, aber das war... Ja, das war eine gute Übung, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe es natürlich immer in der Perspektive gesehen. Ich habe ja meinen kleinen Fernseher in der Tonne gehabt, auf dem ich ablesen konnte, was da oben Rumpel alles anstellt. Und das konnte ich auch beobachten. War natürlich sehr schön eigentlich, dass man sich, kann man ja als Schauspieler selten. Richtig. Dass man sich mit dem Spiegel auf die Bühne stellt und sagt, so sehe ich aus, so sieht mich das Publikum. Dann ist dein eigener Regisseur. Dann ist dein eigener Regisseur. Ja. Man ist auch immer erstaunt, was dann über die spontane Aktion dabei rauskommt. Denn man sieht plötzlich, dass diese Hand und diese Figur etwas machen, womit man gerade gar nicht gerechnet hat. Dann ist die Magie hergestellt, auch für einen selber. Ja. Kann man da sagen, du warst jetzt so lange dabei, du warst dabei in der Innenhofzeit, Schorsch, Bettina, hast du miterlebt, Gerhard Endemann, Kerstin Sprick. Dann warst du noch dabei, als es in den 2000er ging mit Nils, Caro, Annette. Ja, ja. Also Rumpel war sehr, sehr lange einfach auch ein fester Bestandteil. Kann man sagen, man hat die Figur auch irgendwie ein Stück weit auch verändert oder es gab das mehr? Das hat sich natürlich verändert, also nicht nur redaktionell. Ich habe die natürlich auch verändert. Also ich habe natürlich an der Figur auch weiter gearbeitet, weil das Ausgangsprodukt oder die Ausgangssache, die ich mal mit Kermit Love verabredet habe. Kermit eine Love Legende. Hat ja einen großen Einfluss darauf gehabt und den habe ich auch besucht. Ich habe den in New York besucht und die Puppenspieler in New York gesehen. Und das war schon eine ausschlaggebende Sache, weil der hatte einen sehr sarkastischen Humor und er hat die Figur auch in diese Richtung gelenkt. Die Redaktion in Deutschland hat dann eher wieder eingelenkt und hat versucht, ein bisschen davon wegzunehmen. War ein bisschen braver, nicht so viel Anarchismus. Also Kermit Love mochte das bösartig. Das hat mir Spaß gemacht. Ja? Als du Rumpel übernommen hast, oder was sind ja von Anfang an bis zum Ende gespielt, als Rumpel ins Spiel kam, hattest du ja bei Spencer schon, warst du ja schon die ganze Zeit dabei, hast die Titelrolle gespielt, Spencer selber. Würdest du sagen, dass dir dieses Coaching bei Jim Henson, bei Sesame Workshop, auch prinzipiell auch dann generell weitergeholfen hat, dass man dann ganz anders auch an die anderen Figuren rankam? Ja, sicher. Es hat mich natürlich in der Puppenspielerei weitergebracht auch. Ja. Weil plötzlich gab es da ganz andere Aufmerksamkeiten. Wir sind ja damals, also die Spencer-Truppe ist damals entstanden, weil wir den Friedrich Arndt hatten. Mhm. Friedrich Arndt, den Puppenspieler, der eigentlich vom Hohenheimer Kasper kommt. Wow, und mit dem klassisch. Haben wir also angefangen, erstmal einfach nur Marionetten zu spielen und so etwas. Ja. Der hat uns überhaupt in die Puppenspielerei eingeführt. Mhm. Und das ist auch eine andere Puppenspielerei. Der hatte keine große Achtung vor den amerikanischen Puppenspielereien, weil er selber war wirklich ein Marionetten- und Kasper-Spieler. Ne? Und sind wir dann bei den Amerikanern plötzlich gelandet. Ja, Wahnsinn. Also Spencer war noch ganz stark Friedrich Arndt geprägt, würde ich sagen. Ja, ja. Dann aber, da er selber kein großer Klappmaus-Spieler sein wollte, hat er uns das überlassen, hat sich auch überzeugen lassen, dass man damit auch sehr schöne Dinge machen kann. Mhm. Und dann haben wir die Figuren einfach persönlich weiterentwickelt. Mhm. Also jeder in der Spencer-Truppe hat da seine eigene Figur, an seiner Figur gearbeitet und die weiterentwickelt. Und mit Sesamstraße kam noch ein neuer Impuls dazu, was nicht so gern erst einmal gesehen worden ist von den Redaktionen. Im Haus selber. Ja. Im Haus selber gab es zwei Redaktionen, die eine für Hallo Spencer, die andere für Sesamstraße. Und beide waren aber irgendwie verbunden, auch über Angelika Peto. Ja, klar. Gott hab sie selig. Und sie hat erst einmal gekämpft. Spencer bleibt bei Spencer. Ist ja auch geblieben, aber sie dachte, das wäre vielleicht
ein falscher Einfluss oder so. Ja, Kermit Love hat sich dann durchgesetzt. Mehrere aus dem Spencer-Ensemble bei euch in der Sesamstraße mitgespielt haben. Friedrich Moldeweber, Wilhelm Helmrich hat am Anfang das Fienchen gespielt. Das war ja schon so eine Gang, die dann alles übernommen hat. Ja. Vermisst du diese alten Zeiten manchmal? Und wenn ja, welche? Oder auch die 2000er? Nach woran denkst du am liebsten zurück, wenn du an die Sesamstraße denkst? Ich vermisse natürlich schon die Spencer-Zeit. Ach, tatsächlich? Ja, also Spencer... Wir vermissen Spencer auch alle. Ja. Das kann ich dir sagen. Dann kommen immer neue Folgen, könnte man jetzt fragen. Ja, ich merke das ja auch. Ich meine, ich merke, habe erst später gemerkt, was Spencer eigentlich für eine Bedeutung hatte. Ja. Also ja. Ich meine, ich bin ja als Schauspieler unterwegs und an der Bühne und ich lerne Schauspieler und Schauspielerinnen kennen, die alle mit Spencer gelebt haben. Mhm. Die also alle vom Hocker fallen, wenn sie hören, dass ich diese Figur gehabt habe. So nebenbei. Und kürzlich habe ich noch Angebote eben aus dem Hörspielsektor bekommen. Ein alter Hörspielsprecher und Synchronsprecher, der eigene Produktion, Hörspielproduktion macht, wollte unbedingt diese Stimme haben und diesen Spencer haben, weil er sagte, ich war Fan davon. Und sie ist ja noch da, die Stimme. Oder natürlich. Das ist sehr lustig, als Jan Böhmermann auch darauf abgefahren ist. Diese Geschichte mit Jan Böhmermann war eine schöne Geschichte. Daran sieht man aber auch, dass das möglich ist, dass so eine aktuelle Fernsehsendung dann direkt wieder so einen Hype kreiert, den auch alle verstehen. Ja. Also Hallo Spencer ist generationsübergreifende Marke, das kennen viele auch. Kinder heute läuft es ja leider nicht mehr so. Nein. Aber der Hype wird auf jeden Fall nicht so schnell abheppen. Das muss ich auch sagen. Ja. Das ist krass. Ja. Und bei Rumpel vermisse ich ein bisschen, Rumpel war seltsamerweise ein Liebling der Kinder, obwohl er Chaot war. Ja. Also ich meine, ich bekomme heute noch ganz viele Zuschriften, dass ich mit Rumpel unterschreibe und dass ich irgendwelche Rumpelkarten, ich habe keine Rumpelkarten mehr, inzwischen kann ich gleich bekannt geben. Ach, schade. Aber ja, die hätte ich gerne noch signiert oder so, aber das kommt immer noch. Und natürlich für Spencer kommt es sowieso auch am laufenden Band. Du bist ja aktiv als Schauspieler, stehst sehr, sehr oft auf der Bühne. Da kommen doch ab und zu mal Leute an den Rand und sagen, hier ist ein Spencer-Foto. Kommt ja, krass. Ja. Und natürlich Zuschriften auch. Und dadurch, dass Spencer natürlich noch bei YouTube läuft, der Schöpfer von Spencer, der Puppenbauer, Wilfried Debertin, hat ja die verschiedenen Sendungen in YouTube hineingestellt und da kommt viel Echo zurück. Das glaube ich. Da reicht es gibt ja immer noch diesen Spencer-Club Leuten, die alle zwischen 30 und 50 früher sind. Früher mal so ein Spencer-Forum. Ja. Ich erinnere mich noch, als die im Heidepark Soltau ist ja mal das Studio aufgestanden. Auch das, dieses Spencer-Studio im Heidepark. Da gab es die Eröffnung, da erinnere ich mich, da war ich damals auch schon dabei. Und das war auch da. Da hat man gesehen, auch anhand der Leute, die da kommen, das sind natürlich alles die alten Fans. Aber die haben ein großes Herz dabei. Und das sehen wir hier heute am Sesamstraßentag natürlich genauso. Ja, das sieht man hier natürlich auch so. Ich bin überrascht, was hier jetzt in diesem Museum los ist. Ziemlich voll, oder? Ich habe deswegen auch noch mein Jackett an, ich komme mich hier nicht mehr umziehen. Ich switche immer zwischen der Bühne und dann hier in diesen Raum, weil ich euch natürlich gerne kennenlernen möchte, das ist ja ganz klar. Ja. Und du hast natürlich die Möglichkeit auch hier, das als Klassentreffen so ein bisschen zu sehen. Ne? Ja. Deine alten Kollegen. Das ist schon schön. Ja. Also ich meine, das ist auch das, was an der Sesamstraße, da gibt es noch ein paar alte Kollegen, die auch heute kommen werden, die ja auch nicht mehr dabei sind. Ja. Sind ja auch abgelöst worden. Aber das ist ein Familientreffen. Ja, absolut. Und mit denen habe ich auch wirklich tolle Erfahrungen gemacht. Das ist über viele Jahre hinweg musste man da zusammenkommen und sich regelmäßig einmal im Jahr treffen. Ja. Und das war immer ein Jahrestreffen, das auch sehr emotional war. Das glaube ich. Also diese Arbeit, die schweißt ja zusammen. Gerade wenn du auch zeitweise habt ihr ja einmal Sesamstraße ein paar Monate dann im gleichen Studio Hallo Spencer gedreht. Ja. Und das war natürlich dann auch schwer, dann, wenn das so ein bisschen dann weniger wird oder man dann erfährt, okay, Rumpel ist nicht mehr dabei. Das ist auch schade. Ja. Ne? Ja. Und Hallo Spencer hat ja, ich weiß da draußen, ihr liebt alle das Runddorf, ich auch. Es gab aber auch die Hallerstraße. Und man hat auch immer versucht, mit verschiedenen Produktionsbudget die Sendung trotzdem am Laufen zu halten. Ja. Und dann, irgendwann ist der Zeitgeist dann zwar dazugeschlagen. Ja. Aber wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Als ich das gehört habe, ich habe Gänsehaut bekommen. Danke, ich freue mich auch. Das ist eine schöne Gelegenheit. Genießt den Tag hier auf jeden Fall. Genießt den Tag, alle sind da, Klaus Esch ist da, Peter Röders, ich meine. Peter Röder habe ich bereits gehört. Was soll ich sagen? Ja. Machen wir uns einen schönen Tag. Ja. Achim Hall, Spencer, Rumpel, alle zusammen. Ja, viel Spaß. Von euch, die eben noch nicht da waren? Gott sei Dank. Wir können wieder das Gleiche machen. Okay, dann rufen wir ihn zusammen. Hier kommt Elmo! Ja!
Das Original. Hallo. Ja. Das Original, Elmo. Hallo, ich bin der Echte. Hier laufen heute ganz viele Elmos rum, aber nur ich bin der Echte. So ist es, ganz genau. Ich bin auch schon ganz verwundert, wie viele Elmos hier auch im Publikum sind. Jeder hat so seine eigenen kleinen Figuren dabei. Guck mal, ich wollte alle Elmos zählen, aber ich habe nicht genug Finger, um sie abzuzählen. Ja, das stimmt. Hallo, bekanntermaßen. Das ist auch ein Elmo. Hier ist sogar ein kleines Mädchen, hat sogar einen Partyhut auf, denn wir feiern ja den 50. Geburtstag der Sesamstraße. Ja! Schaut ihr alle viel Sesamstraße? Macht man das noch? Ja! Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Und ihr kennt alle Elmo, oder? Muss ich nicht erklären. So, wer kennt alles mich? Ich kenn mich. Du kennst dich auch? Einer ist schon mal da. Okay. Elmo, was ist denn eigentlich dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Das ist eine gute Frage. Oh ja, überlegt. Mittagessen. Mittagessen? Mittagessen ist mein Lieblingsessen. Okay. Und gleich nach Frühstück und Abendessen. Und wie sieht's aus mit Keksen? Kekse esse ich auch sehr gerne manchmal. Okay. Aber es sind meistens keine mehr da, weil Krümelmonster immer alle auffrischt. Ja, das stimmt. Den haben wir heute zum Glück hier noch nicht gesehen. Nee. Ne? Was ist eigentlich dein Hobby? Was machst du, wenn du nicht im Kika, im NDR, nicht im Fernsehen bist? Ja. Was machst du dann gern privat? Also, das ist eine sehr gute Frage. Als letztes habe ich mir hier das Museum angeguckt. Das war sehr aufregend, ja? Ja. Und dann gehe ich nach Hause, ich gehe erst ins Museum, gucke mir all die Bilder an und dann gehe ich nach Hause und versuche sie nachzumalen. Klappt aber nicht immer. Und zu Hause heißt bei dir ja dein Baumhaus. Ja, ich liebe ja dein Baumhaus. Was ist dein Lieblingsspielzeug im Baumhaus? Was machst du da am liebsten? Also, am allerliebsten spiele ich zusammen mit Julia. Aber die ist kein Spielzeug, das ist meine Freundin. Ich weiß, ja. Kennt ihr Julia auch? Ja. Ja. Und was ist dein Lieblingsspielzeug? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hab ein kleines Auto, mit dem spiele ich gerne. Oder ich bastel mir selber Spielsachen. Ja, du bastelst ja sehr, sehr viel. Ja. Ne? Und du bastelst auch gerne dich selber, habe ich gesehen. Du machst gerne. Ich habe mir neulich ein Puzzle gebastelt, aber es war kaputt. Waren lauter Einzelteile. Und ich habe dich gesehen vor ein paar Tagen im Kika-Baumhaus bei den Gute-Nacht-Geschichten. Also du bist ja auch sehr viel unterwegs. Ja. Magst du das gern, jetzt so oft im Fernsehen zu sein? Ja, das ist total toll. Man kommt zu viel rum und man sieht zu viele Leute. So wie hier heute hier auch. Hier, da ist schon wieder eine Person. Hallo, Frau. Die hat sich angeschlichen, um ein Foto zu machen. Alle wollen heute was von dir. Ups. Mach das nicht kaputt, das war teuer. Ich versuch's. Ja, du auch nicht. Du bist ja nicht so schwer zum Glück. Wie schwer bist du eigentlich, Elmo? Und wie groß? Kannst du uns das mal sagen? Also ich reiche ungefähr genau bis hierhin. Ich bin ungefähr so groß. Guck. So? Ja, 60 Zentimeter. Passt genau, so. Und wie schwer ist, weiß ich nicht, aber es gibt Leute, die mich hochheben während der Arbeit und die können das ganz gut. Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Mhm. Was war eigentlich deine Lieblingsfolge in der Sesamstraße? Gibt es etwas, wo du sagst, da habe ich sehr viel Spaß gehabt, da sprechen mich immer alle drauf an? Hm. Du hast ja auch mit vielen Prominenten gesungen, habe ich gesehen. Ja, also ganz viele Prominente. Und das Tolle ist, meistens kenne ich die gar nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, wer die singt, aber sie singen manchmal ganz toll. Okay, alles klar. Ich habe hier gerade was für dich bekommen, Elmo, ein kleines Geschenk. Schau mal, ich lege dir das hier mal hin. Was ist das denn? Ein kleiner glänzender Stock. Und das wird wahrscheinlich nicht das einzige Geburtstagsgeschenk sein, was es heute für Elmo gibt. Toll. Ein Glitzerstock ist ein das. Ein Glitzerstock. Und weißt du, warum ich auf die Uhr gucke, Elmo? Wieso, hast du noch Termine? Musst du noch wohin? Geht dein Zug hier noch gleich einige. Nebenan ist der Bahnhof. Ja. Geht heute Abend. Vielleicht pünktlich. Fährst du eigentlich auch Zug? Nee. Ich bin, hallo, wenn du Fotos von hinten machst. Merkst du, was du sagen wolltest? Die Frau will mich fotografieren. Ja, sie fotografiert doch immer sehr weit nach unten, muss ich sagen. Eigentlich ist war ich auch gut zu sehen? Elmo findet hier statt. Ich will nicht, dass meine Nase so groß ausschaut. Entschuldigung, ich war abgelenkt. Wie oft feiert ihr denn jetzt noch? Komm doch hier zu mir, Frau. Wenn du da schon Fotos machen willst, kannst du dich auch direkt neben mich stellen. Die hört mir gar nicht zu. Los, komm doch rüber. Stellen Sie sich doch einfach direkt daneben. Jetzt komm mal mit deinem Fotoapparat hier neben mich. Jetzt komm, stell dich da hin und mach das Foto ordentlich. Mit Elmo möchte man keinen Streit anfangen. Jetzt zieht sie sich, jetzt will sie nicht Ja, aber mehr. Sie hört nicht auf zu fotografieren. Sie hört nicht auf. Genau, du musst immer dann, wenn sie abdrücken will, dann musst du dich ganz schnell drehen. Ja, mach ein Foto, los, mach ein Foto, los. Mach doch das Foto endlich. Mach schon, los! So, moderne Fotoapparate sollten das schon abgelichten können. Alle unscharf. Jetzt ist mir schwindelig. Brr. Hast du denn viele Freunde, die du jetzt noch einladen willst die nächsten Tage? Schreibst du viele
Glückwunschkarten, Einladungskarten. Was machst du jetzt noch? Also die Frau hier lade ich schon mal nicht ein, die hat schon genug Bilder. Ja, kann ich verstehen. Wen möchtest du denn gerne einladen? Ach, die kommen doch eh alle von alleine. Also der Samson kommt und der Ernie und der Bert und das Krümelmonster und der Grobi und die Eppi. Und mal gucken, wer noch alles so vorbeikommt. Und weißt du, was ganz Tolles, Elmo? Nein. Wir sind hier... Nein? Okay, dann sage ich es dir. Weiß ich nicht. Weißt du nicht, okay. Wir sind hier im Museum. Ja, das weiß ich. Und hier im Museum ist ja nicht nur heute der Geburtstag, das ist eigentlich so ein kleines Pre-Event zur eigentlichen Ausstellung. Ja. Ab Mai gibt es ein halbes Jahr lang, etwas länger, eine Sesamstraßenausstellung mit 15 bis 20 originalen Muppets. Auch Figuren, die ihr schon seit langem nicht mehr in der Sesamstraße gesehen habt. Also hier geht richtig was los. Und du bist natürlich auch da. Ich bin auch da. Ich werde ausgestellt. Du wirst ausgestellt, ja. Ich werde ausgestellt. Da ist schon wieder jemand. Die Dame wird dann kommen und dich in Ruhe fotografieren wollen. Na schön, da wackel ich auch nicht so rum. Auf jeden Fall, ja. Gibt es von euch noch ein, zwei Fragen, die ihr noch habt an Elmo? Hier vorne, ein Kind. Gibt es etwas da? Was möchtest du gerne wissen? Was du gerne magst. Was ich gerne mag? Ja? Ja, alles. Im Grunde mag ich alles, was es gibt. Also, ich mag zum Beispiel gerne malen und ich mag euch alle. Oh ja. Das ist schon jede Menge. Hast du auch eine Frage? Ein Kind? Elmo, ob du ein Kind hast, hat wohl noch gesagt. Elmo ist doch ein Kind. Ich bin ja selbst noch ein. Du bist doch ein Kind. Wie alt bist du? Dreieinhalb. Ich bin dreieinhalb. Dreieinhalb Jahre alt und das in 50 Jahren. Eine Frage noch gerne. Ich bin dreieinhalb. Ich bin dreieinhalb, feiere aber trotzdem meinen 50. Geburtstag. Okay. Ja. Ich verstehe es nicht. Das ist dein großes Glück, um das dich alle beneiden hier. Bitte schön. Das Mädchen da hat noch gefragt mit dem Krümelmonster-Pullover, was ist dein Lieblingslied? Na, das Sesamstraßenlied natürlich. Magst du das mal singen für uns? Wer, die, das, wer, wie, was, wie, du, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, das Lied kennen Sie, ganz kennen Sie, genau. Ja. Alle kennen das Lied. Toll. Und weißt du was? Nee. Als ich Kind war und Sesamstraße lief, ja, da warst du ja auch schon dabei manchmal. Ja. Ja. Und da gab es das Lied auch schon. Ja. Das ist seit 50 Jahren das Lied der Sesamstraße. Ein Klassiker. Was ist deine Frage? Ganz Moment, ja, deine Frage? Wo? Komm ein bisschen näher ran sonst. Wo wohnst du, wurde noch gefragt eben. In der Sesamstraße. 1, 2, 3. Im Baumhaus. Ja. Deine Nase ist so groß, hat er gesagt. Na und? Ist das jetzt Nose-Shaming? Ja, ich... In der Sesamstraße... Ist nicht schlimm. Man ist nicht schlimm, wenn man eine große Nase hat. Genau. In der Sesamstraße haben wir immer schon gelernt, jeder ist so gut, wie er ist. Ja. Und hier vorne eine Frage noch. Wie alt du bist, das wird nicht so ganz klar, glaube ich, heute. Ich bin dreieinhalb. Das glaubt dir keiner. Das ist das Problem. Ja? Magst du flauschiges Fell ganz gerne? Ja, total. Ich habe ja selbst welches, sonst würde ich es ja nicht tragen. Ja, und wir haben ja in der Sesamstraße eine ganz tolle Sache gelernt. Ihr seid ja alle, guck mal, jetzt für den machst du dich ordentlich hier zum Foto. Ne? Das ist gar kein Problem. Ja? Wer von vorne? Ja, klar. Was ist jetzt? Ich habe mein Foto mit Elmo. Ein Foto. Dankeschön. Bitteschön. Denn, was haben wir alle gelernt in der Sesamstraße, vor Monstern muss man keine Angst haben. Nein. Ihr seid alle Monster und das schon seit 50 Jahren und geht noch weiter. Jetzt gehen natürlich die Finger hoch. Zwei nehme ich noch. Dich noch? Wo gehst du am liebsten hin? Wo ich am liebsten hingehe? Wo du am liebsten hingehst. Das kommt immer drauf an, wann ich gerade wo bin. Wenn ich nicht zu Hause bin, dann gehe ich gerne nach Hause. Und wenn ich zu Hause bin, gehe ich auch gerne mal woanders hin. Ah, okay. Und heute gehst du gerne ins Museum? Heute bin ich im Museum und hier bin ich sehr gerne. Jetzt, okay, du. Gehst du gerne auf den Spielplatz? Ja, total. Total. Wer geht denn nicht gerne auf den Spielplatz? Ich gehe gerne rutschen. Okay, ja. Und whippen. Deine Nase sieht aus wie ein Ei. So wie so ein Spiegelei. Und das stimmt. Wenn ich das noch kurz ergänzen das darf. Das stimmt tatsächlich. Sieht eigentlich aus wie ein Osterei. Ja. Aber es ist nicht versteckt. Oh, süß. Ja, und du, ein letztes Jahr. Hast du gehört?
Weil ich witzig besser bin. Kann man als allerletzte. Sie haben dir Kekse mitgebracht. Oh, toll! Kannst du Elmo gleich geben. Und Fotos machen mit Elmo. Ja. Und nicht nur mit Elmo. Okay, ein allerletzter. Wie flauschig ist dein Fell? Also auf der Flauschheitsskala ist es eine 10. Und eine allerletzte Frage. Ja, es glaubt dir keiner, dass du 3,5 bist. Es tut mir sehr leid, Elmo. Ja, wenn ich länger hier stehe, bin ich auch schon bald 4. Hier wird immer nachgefragt. Ihr habt die Möglichkeit, okay, die mit dem Geburtstagshut als letzte. Ich kann nicht mehr. Als allerletzte Frage. Ja? Kuscheltiere von der Sesamstraße, da kriegst du heute, glaube ich, eine Menge geschenkt. Und da ist ein Junge ganz vorbildlich mit Maske, dann ist dir wirklich die letzte Frage gegolten. Jetzt verstehe ich es nur leider natürlich jetzt nicht. Ja, weil er die Maske hat. Komm mal ruhig nah, genau. Sonst denke ich mir eine Frage aus dir gestellt haben könnte. Mag Elmo Instrumente spielen? Oh ja, das ist die Frage, würde ich auch ganz vorsichtig weitergeben wollen, Elmo. Ich habe sie nicht verstanden. Ja, ich aber. Was war denn die Frage? Ich könnte mir jetzt alles ausdenken, ne? Kann ich ehrlich alles fragen und ich habe es nicht gesagt. Magst du Instrumente spielen, ist die Frage. Ja! Da ist der Junge. Ja, ich mag Instrumente spielen. Und zwar, wenn man sich die Sesamstraße anguckt, ganz am Anfang spiele ich schon auf der Trompete. Meine Damen und Herren, das ist Elmo, das Original, gespielt von Martin Reinl. Und ich glaube, es ist Zeit, den Mann dahinter zu sehen. Er ist nicht nur Elmo, er ist auch Grobi, er ist der Wolf in der Sesamstraße, ist der Star der deutschen Puppen-Fernsehkultur. Moment, merkt ihr, was du sagen wolltest? Hallo. Was ist dann? Ach Gott. Elmo ist irgendwie der Beliebteste, kann das sein? Ich bin so fotogen. In 2 Stunden für die Älteren von euch. Ein Interview, eine Podiumsdiskussion mit 2 Samson-Darstellern. Peter Röders ist da, der allererste Samson aus den 80ern. Und der aktuelle Samson Klaus Esch. Bitte da bleiben. Und hier ist Martin Reinl. Ach so, das bist du nicht. Hallo. Er spielt viele Puppen. Für uns ist er heute der beste Elmo der Welt. Ja. Autogramme gibt es oben. Da, wo ihr alle steht, steht ihr genau richtig. Da kommt der Martin nämlich jetzt als erstes hin. Genau. Ordentlich in eine Reihe stellen, dann kriegt jeder eins ab. Ja, genau. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. In einer Stunde kommen hier nochmal Ernie und Bert. Und in 2 Stunden, wie gesagt, ein Gespräch mit Samson aus allen Generationen. Da müssen wir hin. So, meine Lieben, ihr ahnt es nicht, wen ich hier gerade noch zufällig über die Flure habe huschen sehen. Aber ihr könnt es ja mal hören. Also, ich bin hier. Es ist Fienchen. Es ist das originale Fienchen. Es ist Andrea Bongas. Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr. Also hier kommen ja nun wirklich Legenden zusammen. Das wird für dich ein großes, großes Klassentreffen sein. Das ist es, ja. 50 Jahre Sesamstraße. Fienchen, ich würde mal sagen, auch schon 22 Jahre ungefähr. Ganz genau, ne? 22 Jahre, ja. Ja, 2000, da gab es dann einen Wechsel und da bist du dabei. Wie bist du dazu gekommen? Du hast vorher schon viel Puppen gespielt, warst auch öfter mal bei der Sesamstraße, glaube ich, dabei als so Gastfigur, nee, oder? Ich war vorher nicht als Gastfigur dabei. Es war so, dass ein sehr, sehr guter Freund von mir zusammen mit Achim Hall Hallo Spencer gespielt hat. Und zwar ist das Benny Meuter. Mhm. Den habe ich auch durch andere Zusammenhänge, mit dem habe ich zusammen gewohnt in Bayern. Mhm. Und der fuhr immer schon damals in den späten 70ern, Anfang der 80er, einmal im Jahr nach Hamburg, um Hallo Spencer zu drehen. Toll. Ja. Und da ich Puppenspielen gelernt hatte bei einer Klappmaul-Theatergruppe dort in Bayern auf dem Bauernhof, hat er irgendwie gesagt, ja, wenn ich in Hamburg bin, komm doch ruhig mal vorbei. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich komme mal und so. Und dann ging das aber immer nicht, keine Ahnung. Und irgendwann sagte er, hier ist ein Casting
vielleicht hast du Lust teilzunehmen. Und dann bin ich hingefahren und es waren 74 Menschen, die dachten, sie könnten Puppen spielen, unter anderem ich. Und dann haben sie mich genommen für Fähnchen. Wow. Das war ganz toll. Natürlich gab es Vorgänger, die das gemacht haben. Ja. Uta Delbrich. Unglaubliche Vorgänger. Allererster Fähnchen war Lothar Klose, war noch ein Herr, der das gespielt hat. Dein Fähnchen ist nun deutlich anders auch angelegt. Mhm. Das ist schon frecher, forscher, nicht so schüchtern. Ne? Die Vorgänger-Fähnchen war sehr, sehr nicht so selbstbewusst. Musste man immer so ein bisschen schubsen. Und dein Fähnchen ist neugierig. War das auch von Anfang an so gedacht? Habt ihr das so entwickelt und zusammen überlegt? Oder wie kam das? Ich habe sehr an dieser Stimme gearbeitet in den ersten Wochen und das habe ich gemeinsam mit, wer hat da nochmal Regie geführt zu der Zeit, das weißt du besser als ich. Das war die Zeit mit Kirsten Sprick. Achso, John Delbridge. Nee, ja, noch ein anderer, der auch immer auf den Fotos drauf ist. Wie hieß er denn nochmal? So ein kleiner Blonder, damals auch schon weiß. Wir können uns jetzt einblenden. Das ist ja. Findest du raus. Ja. Jedenfalls hat der, der ist auch Schauspieler gewesen, dass er hat mich da willkommen geheißen und gesagt, ja, lass uns mal die Stimme noch ein bisschen spezieller machen. Und damals haben wir wirklich an den Puppenstimmen noch gearbeitet. Und dann entstand halt dieses Knarzige, weißt du? Dass immer so ein bisschen was knarzig ist. Und dass sie so schnell ist, die Rennschnecke, das liegt wahrscheinlich auch an meiner Persönlichkeit, ich weiß es nicht genau. Also, ich habe es einfach gemacht und dann fanden die Redakteure das offenbar gut und haben mich laufen lassen. Ja, laufen lassen ist ein gutes Stichwort, weil ihr macht natürlich jetzt auch was seit vielen, vielen Jahren schon, was man früher nicht so gemacht hat. Die Figuren laufen auch frei in der Kulisse herum. Man war früher gerade bei solchen Figuren sehr manchmal hinter so einem großen Stein oder hinter gegen so einer Theke. Das macht ihr schon seit den 2000ern, da flitzt ihr richtig durch die Kulissen. Ist das auch für euch, ihr habt da wahrscheinlich so Rollwegen, wo ihr dann drauf sitzt, ist das auch für euch dann nochmal ein bisschen schöneres Spiel als so statisch Puppenkasper? Selbstverständlich. Also ich bin tatsächlich in der Zeit in der Sesamstraße viel aufgetreten, als diese Rollwägen erfunden wurden. Also als wir dann endlich mobil wurden. Ja. Und da wurde auch unglaublich viel rumexperimentiert. Aus Amerika irgendwelche Skaterrollen eingekauft und so, damit das möglichst geräuschlos ist und damit wir schnell sind. Ne? Ja, sonst knarzt das natürlich. Das sind so Sperrholzbretter mit so einer Lehne. Und wir sind viel mobiler geworden seitdem. Und es gibt natürlich immer noch diesen Vorbau, manchmal so ein kleines Gartenbeet oder ein Tisch oder sowas. Laubhaufen hatte ich auch. Ne? Genau. Aber wir sind sehr, sehr viel, die Möglichkeiten waren einfach größer. Und du hattest natürlich auch die Möglichkeit, mit Dirk Bach sehr viel zu spielen. Ja. Ne? Also natürlich hat sich auch ein kleines Denkmal gesetzt als Zauberer Pepe. Ja, unfassbar, generell war das auch die Zeit, wo viele Prominente dabei waren. Kannst du dich so an ein paar Highlights erinnern, wo es wirklich schön war? Begegnungen, wo du auch selber nochmal so zum Kind wurdest oder so, gab's das? Also mit Dirk Bach war es ganz, ganz toll zu spielen, weil er einfach ein ganz toller Kollege war, unfassbar nett und überhaupt nicht zickig. Und es gab nur eine Situation, da haben wir zusammen im Zimmer gedreht und ich war mal wieder in einem Sofa eingebaut, also das heißt ein Sofa. Mal wieder, sagst du. Ja, immer wieder. Ja. Ich war viel eingebaut. Und da gab es halt so ein kleines Loch im Sofa und da kam meine Hand durch und da war Fähnchen oben und saß auf dem Sofa und ich lag unten drunter und hatte einen Monitor, wo ich das Ganze von außen sehen konnte. Und auf einmal sehe ich bei diesem Dreh, wie Dirk Bach völlig wie von der Tarantel gestochen an meinem Monitor vorbeiflitzt. Ja. Und es brennt, es brennt! Und mich hatten sie da drin vergessen. Oh Gott, und die Kulisse war in Flammen aufgegangen. Oha. Das war schon sehr, sehr spooky. Gut. Aber im Moment ist sich jeder selbst der Nächste. Okay, bis dieses Sofa abgebrannt wäre, hätten sie es schon gemerkt wahrscheinlich. Ja. Aber es war nur eine kleine Lampe, die Feuer gefangen hatte. Was ich noch besonders in Erinnerung habe, gerade von dem Beginn der 2000er, gab es auch so viele Songs. Ihr habt auch sehr viel gesungen. Ja. Und gerade mit dieser Stimme, die du jetzt sehr, sehr schön nochmal vorgemacht hast, ist es, glaube ich, auch nicht so leicht zu singen. Finde ich halt auch mal so ein Waldlied oder so ein Bio-Lied. Oh, ja. Und da musstest du auch so richtig röhren, kann man fast schon sagen. Ja. Wie anstrengend ist das? Wie schwer ist das auch? Oder kann man auch sagen, nee Leute, das kann ich mit der Stimme nicht machen? Nee, im Gegenteil. Es war eher so, dass ich gerne ins Studio gegangen bin und gesungen habe, weil das... Ich trete ja auch solo auf mit einer Puppenshow singe dort auch. Und jedes Mal, wenn ich Fähnchen im Studio gesungen habe, habe ich gesagt, los, mach's noch ein bisschen höher. Ich will das schaffen da oben und so. Ja. Es ist eher so, dass dieses Knarzige leichter zu singen war, als wenn man so macht. Interessant. Ganz seltsam. Ich habe da auch schon mal mit einem Stimmtherapeuten drüber gesprochen, aber
Keine Ahnung, warum das so ist, aber es war nicht anstrengend. Vor allem ist Fienchen natürlich auch so ein Überbleibsel der alten Figuren von damals. Mhm. Die holt auch so mehrere Generationen ab. Ne? Er kennt auch der Vater noch, oh, das ist der Fienchen. Ja, ja. Ihr habt die Figur trotzdem sehr schön weiterentwickelt, weil der Möhre für zwei ist die Postschnecke. Ne? Genau das Gegenteil von dem, was eine Schnecke eigentlich darstellt. Sie ist ja genau. Schnell und stark, ja. Und dann liefert alles aus. Und fährt jedes Mal gegen die Mülltonne. Genau, genau, hat ihr eigenes Postauto. Und du bist ja weiterhin Teil der Sesamstraße. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass eine Figur so lange... Nee, das freut mich auch total. ...dass ja. der Stellenwert gehalten wird. Auch bei Elmo im Baumhaus ist sie immer mal wieder dabei und ihr habt ein buntes Puppenensemble, wo die Schnecke sehr, sehr gut immer noch reinpasst. Wie lange würdest du das gerne noch machen? Bis zur Rente am liebsten. Naja, ich kriege keine Rente. Aber dann auch mit dem Schlag der Rente nicht mehr? Nein, überhaupt nicht. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weiterzumachen, weil im Gegensatz zu der Bühne muss ich mein Gesicht nicht zeigen und man sieht keine Falten und gar nichts. Das sieht man jetzt auch nicht. Danke. Vorlage. Aber es ist, Fienchen ist, ich muss das auch nicht mehr üben. Ich mache das jetzt so lange, dass ich total in diesem Charakter drin bin, sobald ich die Figur auf der Hand habe. Und es macht mir einfach voll Spaß. Das habe ich jetzt ja auch eben. Wir haben schon Ernie und Bert in Action gesehen und Martin Reinl als Elmo. Das ist natürlich, der Mensch ist weg, sobald die Puppe da ist. Selbst wenn man den Menschen drunter sieht, das ist nicht mehr relevant. Das muss man auch wirklich so live erleben. Auch für mich als Fan ist das nochmal eine ganz andere Herangehensweise, also direkt mit den Leuten und mit den Puppen zu interagieren. Und Fienchen, ja, auf jeden Fall eine Institution. Ich hoffe, dass der Stellenwert erhalten bleibt. Ja, das ist ja auch nicht immer so klar. Klar, die Sesamstraße muss sich weiterentwickeln. Ja, natürlich. Es muss immer wieder was Neues passieren. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass du auch heute da bist. Für dich wird es ein großes Klassentreffen. Wen du hier alles heute triffst, viel Spaß bei euch. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ja, bis bald. Mich. Danke. Hallo, da bin ich schon wieder. Ich habe noch mal ein Outfit an, weil ich hier die ganze Zeit von der Bühne, hinter die Bühne, zum Buffet und hin und her und zurück husche. Und jetzt habe ich hier zwei Hochkaräter sitzen des deutschen Kinderfernsehens, womit ich gar nicht so sehr gerechnet habe. Winfried Debertin, der Erfinder und Vater von Hallo Spencer. Mhm. Achim Hall saß hier vor ein paar Stunden auch schon bei mir. Große Ehre. Mit Kalle. Ja, ich bin auch von dabei. Von YouTube. Gerne. Und natürlich für uns Sesamstraßenfans. Christoph Busse. Es ist egal, wie groß du bist, da ist immer noch jemand größer als du. Das sind die Songs, die du gemacht hast. Das war einer davon. Das war einer davon, genau. Es gab ja ganz viele Schallplatten und CDs. Herr K. und Dr. Blau, das hast du alles produziert. Wie erinnerst du dich an die Sesamstraße, wenn du jetzt hörst, oh, es ist schon 50 Jahre alt. Kommt dir das lange hervor auch, wo du dabei warst? Oder sagst du, das fühlt sich doch an wie gestern bei kreativen Leuten? Nee, das fühlt sich nicht an wie gestern. Das ist lange, lange, lange her. Und ich habe ja irgendwann Ende der 80er aufgehört und habe natürlich nur tollste Erinnerungen an die Zeit. Und ich weiß, das war mein großer Start. Ja. Direkt nach dem Filmakademiestudium habe ich ja sofort bei der Sesamstraße angefangen. Mhm. Wir haben uns sehr schnell kennengelernt. Und dann konnten wir loslegen und ich habe alles probieren können im NDR, in der Sesamstraße, was ich wollte. Du hast diese ganzen kultigen Clips erschaffen, nach denen sich die Fans noch heute sehnen. Auf YouTube wird das immer rauf und runter geguckt. Als es das noch nicht so viel bei YouTube gab, das ist ja auch einen eigenen Kanal, wurde ich immer so auch so gefragt von allen, ja, hast du das noch? Was ist mit dem Egal-Song? Oder links und rechts und vorne, hinten. Und es gab so viele schöne Lieder. Der Song vom Leuchtturmmann, großartig. Oder der Freitag, der 13., was für ein Tag. Ja. Das hat er alles gesungen. Man hört auch deine Stimme noch so ein bisschen raus. Ja, heute bin ich etwas heiser, aber sonst stimmt. Ich habe jetzt auch mir vorgenommen, ich habe alle Lieder nochmal neu gemacht. Mhm. Wow. Also neu eingespielt, auch mit Instrumenten. Und gesungen. Nochmal neu gesungen, auch noch auf Englisch. Man weiß ja nie, ob irgendwann nochmal ein Amerikaner vorbeikommt und sagt, das würde für uns passen. Ja, ja. Nein, also das war natürlich eine wunderschöne Zeit, wenn man absolute Freiräume hatte. Dann hatte ich auch noch später kennengelernt Winfried, der dann auch noch hauptamtlicher zuständiger Redakteur wurde in der Sesamstraße für meine Sachen auch zuständig. Ja. Und wir beide haben uns so viel ausgedacht, weil wir denselben Humor haben, hat das wunderbar geklappt. Ist eine feste Freundschaft daraus entstanden offensichtlich. Würde ich sagen, ja. Bis heute, ihr seid auch zusammen hierher gekommen. Ja. Welche Erinnerung hast du, Winfried, an die
Sesamstraße. Es fällt mir schwer, mit dir nicht so viel über Hallo Spencer zu sprechen. Das machen wir nochmal separat, würde ich sagen. Bitte. Gerne. Woran denkst du, wenn du an deine Zeit bei der Sesamstraße denkst? Also das ist eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe durch Zufall überhaupt nur einen Job beim so eine Art Volontariat beim NDR bekommen. Ich habe nämlich einen Studienkollegen nach Hamburg gebracht und wir saßen beide beim Redaktionsleiter, damals war es Jürgen Weitzel, ja. Und der hat gesagt, Sie wollen also beide hier bei uns volontieren. Habe ich ja gesagt. Aha. Der andere Kollege hat sich schnell vergrüßt, ich nicht. Ich bin geblieben, ich war 5 Monate dann da, habe in der Zeit sogar einen Piloten bekommen, also ich durfte Figuren, ich habe irgendwann mal zu Hause ein bisschen gebastelt, durfte ich eine erste Figur, das ist nie ausgestrahlt worden, aber eine Figur eben entwickelt oder mehrere. Und dann war für mich der nächste Punkt, Herr Debertin, Sie fangen am 1.1.77 an. 1.1. war natürlich Neujahr, ging nicht, aber 2.1. sollte es dann sein. Dann habe ich den Redaktionsleiter angerufen, der dann irgendwann gesagt hat, was? Ach stimmt, da war ja noch was, die fangen ja bei uns an. Gut, und ab da war für mich Sesamstraße erstmal monatelang Dunkelkammer, weil bei Studio Hamburg das Synchron war zu betreuen. Und erst durfte ich ein paar Wochen lernen und dann ein paar Wochen hauptamtlich das eben entsprechend machen. Ja. Und da habe ich eben viele Dufner und Keeling und wen auch immer, also Ernie Bert. Die ganzen Legenden. Kennenlernen dürfen. Und das war sozusagen der erste Teil. Aber in der Zeit, in der ich eben auch hospedierte, habe ich dann eben auch schon Christoph kennengelernt. Ah, krass. Vom Schüler zum Chef sozusagen. Ja, tatsächlich. Ja. Im Innenstudio Hamburg, da habe ich mal 6 oder 7 Folgen von den EWGs übernommen. Auch das? Ja. Ich habe also auch ich habe dem Klaus Esch auch ein paar Songs geschrieben. Ja. Und da war er mein, in Anführungsstrichen, Volontärassistent, Regieassistent. Wow. Wow. Und es dauerte nicht lange, dann war er plötzlich mein zuständiger Redakteur. Ja, das war schon witzig. Und in der Zeit vorher haben wir auch gehabt solche Sachen wie der Bulettenblues, der gemacht wurde, der technisch damals noch, also eine absolute Katastrophe war. Da hat sich Christoph mit sonst wie Dingen schlagen. Der Hamburger Bulettenblues. Genau. Da waren ja so Rikadellen wie Steak. Ja, und das war ja so eingeteilt, das Bild. Und früher war das ja mit Blue Box und was weiß ich, das war noch so ein unglaublicher Aufwand, ja. Furchtbar. Und da waren auch diverse andere Sachen, die Christoph da noch gemacht hat im Studio. Und das war für mich eine total schöne Erfahrung, weil das war ja nicht mehr Dunkelkammer. Also das andere will ich auch nicht jetzt schlecht reden, sondern das war einfach nur eine neue Erfahrung, dass man so viel im Dunkeln sitzen kann. Und mit Wolfgang Dräger einen Regisseur hat, der gern auch mal mit seinem Flakon rumwirft, wenn er merkt, dass die Schauspieler nicht das bringen und synchron sind zu dem, was sie dort an amerikanischer Figur eben entsprechend synchronisieren sollen. Ja. Na, und danach, Sesamstraße, das war schön. Wir haben auch im Weiteren eben die wahnsinnigsten Sachen uns ausgedacht. Alle möglichen Sachen. Bis hin zu Verkehrswestern in Almeria. Also ich dachte immer, es wäre Bud Spencer gewesen. Wo immer nur die Fremdproduktionen fragten, wir haben hier was Neues für euch. Dann hieß es immer, nee, ist leider kein Etat mehr da. Busse dreht gerade ein Wasser. Wahnsinnig aufwendig, im Ausland gedreht. Also das war die eine Kiste. Und die zweite Kiste bei ihm war, dass du dann noch, das war noch aufwendiger. Das war deine Idee, die Trickfilmgeschichte. Die Trickfilm, also Buchstabendetektive. Oh, die habe ich ja geliebt. Das waren zwei Filme. Das waren auch zwei namhafte Schauspieler. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart Junior und Ludwig Lupe. Man musste erstmal einen normalen Realfilm finanzieren, also etatmäßig, und dann den Trickfilm drauf. Den Pumuckl im Prinzip, natürlich nicht heute, sondern da hat der Zeichner noch per Hand Bild für Bild eingezeichnet. Das waren so die Dinge, wir haben alles ausprobiert, was wir konnten. Wir haben das aber als Kinder geliebt, wenn am Ende waren sie zwischen 1000 Elts. Und das war immer wieder das gleiche Prinzip, aber die Jagd war einfach da und die beiden waren so lustig. Haben wir nie komplett zu Ende gebracht. Wir haben nur 13 Folgen gemacht. Ach, es gibt gar nicht alle Buchstaben. Nein, es gibt nur 13 Buchstaben und 26 Bücher. Wir sind alle fertig. Achso, die Buchstaben waren komplett aber da. Aber kein Geld mehr da. Allein die Tatsache, dass auf 16 mm erst die Originalszenen gedreht wurden und dann auf 35 mm der Trick gemacht wurde. Richtig. Und das musste dann gematcht werden. Das heißt, auch das, was Christoph zuvor draußen gedreht hat mit den beiden Humphrey Bogart und Co., das musste dann auch noch aufgeblasen werden auf 35 mm, damit das übereinander kam. Heute, das wäre ein Klacks. Ja, klar. Überhaupt kein Problem mehr. Ja. Und was ich eben auch toll fand, neben den auch angeregt durch Christoph, war eben halt nach der Synchrongeschichte, war für mich halt, dass ich auch, da gab es gerade eine neue Library und dann durfte ich Songs texten. Und das war für mich das Eldorado. Das glaube ich. Weil, also allein von dieser ersten Tranche gibt es bestimmt
150 Songs, die ich habe machen dürfen. Ja. Und da sind also halt die amerikanischen, die deutschen. Ja. Ist es eigentlich wahr, das ist immer nicht so richtig klar, dass sollte Hallo Spencer schon ein Konkurrenzprogramm zur Sesamstraße werden, dass man sich sagte, ja, bevor wir jetzt hier irgendwie alles, wir machen jetzt nur Sesamstraße, nur Hallo Spencer? Ja, also der wirkliche Grund, warum es Hallo Spencer gegeben hat, ja, bitte, war ja der, dass die Redaktion gesagt hat, wir haben eigentlich keine Lust, diese schönen, lustigen Figuren, Ernie Bert und Co., Grobi, was auch immer es da alles gab, und natürlich Krümel auch, nur zu synchronisieren. Ja. Was wir gerne möchten, wäre, wir können selbst bestimmen, was für Szenen es dort geben wird. Ja, ja. Und in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang mit diesen Figuren und mit diesem Wunsch war eben erstens mein Gedanke, jetzt probiere ich mal was zu Hause aus. Mhm. Dann habe ich eben... Ehrgeiz geweckt? Ja, ja, natürlich. Ja. Dann habe ich während der Hospitanzzeit das eben hinbekommen, dass ich dort mit 4 Figuren aufgetaucht bin. Und Brumme Hinnack und Professor Zappabü und was weiß ich, was da noch war. Da haben wir einen Piloten gemacht. Ja. Das war nicht so toll. Da haben wir noch gar keine, wie soll ich sagen, Routine gehabt. So wie dann jetzt später mit Kalle und Kuh. Ja, sicher. So, das war das eine. Und das zweite war, dass als sie das dann entdeckt haben, dass das geht, hat der damalige Chef gesagt, so, jetzt probieren wir den Etat so hinzubekommen, dass auch eine zweite Sendung möglich ist. Und das war dann letztlich der Grund, also dass man auch die Puppenszenen machen möchte, und dass man was richtig von vorne bis hinten das selber gestalten kann. Ja. Das war der Grund. Und es lief ja so lange parallel zueinander. Ja, es gab ja immer 3 Monate Sesamstraße, 3 Monate Spencer, nächstes Jahr wieder. Wie gesagt, da machen wir nochmal separate Sprechpläne-Interview. Ja. Hier mit die Einladung auch persönlich. Gerne. Ich danke euch, dass ihr da seid und dass ihr auch Teil dieses Geburtstags seid. Und ihr habt ja auch viele alte Kollegen getroffen. Das ist ja. Genau. War schön. Wer Kalle sehen will, der geht auf YouTube bei Spencer TV schauen. Ja. Und dein Kanal ist Klickety-Klick. Und Jumbuluyu. Genau. Verlinken wir alles unten. Muss sich keiner merken, wie man das schreibt. Das schreiben wir unten rein. Ja, ich danke euch sehr. Ich dir aber gern. Und dann bis bald. Bis zum nächsten Mal. Abend. So, jetzt geht's zurück in die 90er Jahre mit Marita Stolze und Kirsten Sprick, Tiffy und Bettina. Ja. Die sich heute auch freuen, sich wiederzusehen, ja, oder? Total. Wann habt ihr euch zuletzt gesehen? Wir haben uns tatsächlich im Theater gesehen, weil ich habe gespielt, ja. Ein Stück von mir und Marita. Genau. Ich war Zuschauer. Ja, das war toll. War begeistert. Aber ich meine, das Treffen heute mit Achim und mit Charlie und mit... Haben wir alle schon gesessen vorhin. Ja. Das haben wir natürlich gleich ausgenutzt. So ein großes Klassentreffen für euch auch. Und wir haben uns auch gefreut, als wir mitgekriegt haben, ihr connectet euch auch untereinander. Und dann kommt, da hast du mir geschrieben, ja, zum Tortenanstich bin ich da. Ich denke, ja. Welch eine Freude. Aber das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur diese Masse gesehen. Und haben wir den Tortenanstich drauf? Ich glaube, kurz aufgenommen. Ne? Ja, also ich habe die Torte auch nicht gesehen. Ich habe nur von ihr gehört, dass es sie gäbe, weil ich die ganze Zeit damit eingespannt war. Tiffy, welch eine Ehre. Von 1986 bis 2000, so lange dabei gewesen, die ganzen 90er Jahre mitgenommen, zusammen mit Charlie Kaiser, die wir hier auch schon sitzen gehabt haben. Mhm. Wie denkst du heute, 23 Jahre später, an diese Zeit zurück? Na, an die Zeit selber, wo wir gedreht haben, denke ich eigentlich nur, was uns angeht, im Guten zurück. Ja, also, das Team, Familie war gleich da. Und das Verrückte ist ja, dass ich heute Teile des Teams wieder treffe mit meinem Enkelkind, weil die Familie weiterhin mit Studio Hamburg und NDR in Arbeit ist. Und heute gehe ich mit meiner 8-jährigen Tochter da lang und dann grüßen die Kameraleute, die wir damals auch hatten als mein Sohn. Wow, also man trifft auch Leute hinter den Kulissen wieder, das kriege ich natürlich jetzt noch nicht mit, aber ihr habt da schon noch ein bisschen Seite breit aufgestellt. Ja, und für dich, wie ist das für dich jetzt wieder? Quasi schon ein Stück weit zurück zur Sesamstraße zu kommen. Ja, wirklich. Also das ist sehr, wenn es dich nicht gegeben hätte, dann wüsste ich gar nicht, dass es den 50-jährigen Geburtstag heute gäbe. Also vielen Dank für all die Informationen aus der Mediathek. Toll. Also wunderschön, alle wiederzusehen und sich wiederzuerkennen und die Bilder kommen zu lassen. Es war wirklich eine verrückte Zeit. Habt ihr da auch gemeinsame Erinnerungen an irgendwelche Geschichten, die Bettina mit Tiffy hatte? Gibt es da Szenen, an du dich vielleicht noch erinnerst? Es gibt ganz viele Szenen. Also ich erinnere mich unter anderem an den Zoo, wo Rumpel uns alle eingeschlossen hat. Oh ja, ja. Daran erinnere ich mich. Und, da war Tiffy in ihrem Käfig sozusagen. Ja, wir waren alle eingesperrt. Ihr wart auch eingesperrt, ne? Im Fahrradladen. Ja, ja, ich glaube, ja. Nee, also könnte ich jetzt so nichts weiter sagen. Ja, wirst du denn noch manchmal
wenn es auch selten ist, nochmal auf Tiffy angesprochen von irgendwelchen alten Fans? Oder ist das irgendwie nochmal Thema in deinem Leben? Oder erwähnt man das mal so unter Freunden? Wer das nicht weiß, woher sollen die mich kennen? Ja. So ein bisschen die Stimme kommt noch raus, finde ich. Aber die Achim hat gesagt, ich bin zickig. Ja, das, ja. Ja, aber Tiffy ist schon hängen geblieben. Also die Figur, wenn man Menschen anspricht aus der Zeit, ja, in den 90ern, dann ist, ach, die Tiffy, ja, ja, ja. Ich will jetzt nicht den Zusatz dazu noch benennen. Die Zicke. Ja, und Tiffy wurde immer, das habe ich nicht so oft gehört. Wird auch immer gerne so als der altkluge Vogel. Ja. Aber das hast du ja im Prinzip aufgeweicht. Da muss man ja auch dich ein bisschen in Schutz nehmen. Weil du, es gab ja vor dir eine Tiffy-Spielerin, Kerstin Siebmann-Röders. Und du hast Tiffy ja so ins neue Zeitalter gebracht. Du hast ihr auch mehrere Hüte aufgesetzt. Du hast sie ins Internet gebracht. Tiffy saß am Computer. Ihr habt da wirklich schon auch damals versucht, die Zeit mit aufzunehmen, und sie war immer unterwegs, war mit ihrer Schulfreundin draußen, dann kam sie zurück. War, also da war ja schon viel, viel Spielfreude auch immer drin, ne? Spielfreude war drin, ja, absolut. Also ich habe halt, ich hätte es halt gern gehabt, wenn sie nicht ganz so sehr große Schwester und meckern und sonst wie, sondern einfach ja noch ein bisschen verrückter sein könnte. Aber wurde sie ja dann später, als ich nicht mehr da war. Du hattest mal damals in den 90ern in so einer Reportage im Interview gesagt, du fandest es sehr schön, als Tiffy so ein bisschen flauschiger wurde. Ja. Tiffy war am Anfang sehr, sehr steif, hatte im Prinzip keine Bewegung drin. Das, die Tüll. Die Tüll. Für uns Altfans, sagen wir mal, die alte Tiffy sieht doch viel schöner aus. Das sieht doch aus wie früher. Natürlich muss die Tüll haben. Die kann doch jetzt ja nicht so Federn haben. Für euch war das eine Bereicherung, als die Figur sich verändert hat, ja? Ja, weil die sich einfach mitbewegt haben und das Ganze viel weicher und witziger auch war, fand ich ihn. Ja, Kirsten, ich hatte jetzt ja vorhin zum ersten Mal das Glück, auch mal mit Puppen auf der Bühne zu stehen. Und meine Frage an dich, wie ging dir das damals? Wie sehr guckt man nach unten? Wie sehr hört man, die Stimme kommt ja von unten, aber oben klappt die Puppe. Also ganz leicht hört man sie auch sich bewegen. Ja. Wie ist das für dich gewesen, da so reinzukommen und auch am besten die Marita auszublenden? Also ich glaube, ich habe da eine Ader. Das wusste ich natürlich damals nicht, weil ich hatte ja noch überhaupt keine Ahnung von was es gibt im Schauspiel. Aber für mich war es nie, nicht ein einziges Mal so, dass ich die Puppenspielerin oder den Puppenspieler angeschaut habe. Nie. Ich habe immer mit der Puppe gespielt. Ich habe immer den Darsteller, Darstellerin durch die Puppe gespürt. Ja, die sind so, ja, die sind so präsent. Also du siehst da einen Rumpel hinter dieser Spielleiste. Ja. Natürlich merkst du ihn da unten, weil er die auch manchmal auf den Fuß tritt oder sonst irgendwas tut. Also er ist ja auch. Ja, Achim ist schon ein bisschen ein kleiner Schelm auch, ne? Ja, und du musst ja auch mit denen umgehen. Also da ist ja manchmal wenig Platz, und du musst ihn zurechtruckeln und so weiter. Ja, und Achim ist auch ein kleiner Schelm. Aber der ist ja dann oft in der Tonne gewesen. Mhm. Aber die, für mich haben Puppen jetzt auch außerhalb von der Sesamstraße immer einen Charakter. Ich finde, dass du den Spieler dadurch spürst. Ja. Und ich finde es, wie gesagt, manchmal noch angenehmer, jemals da mit den Puppen zu tun, zu spielen, als mit manch einem Darsteller. Machst du heute noch gerne. Wir hatten vor kurzem ein schönes Interview zusammen, findet ihr auf dem Sprechmeld-YouTube-Kanal und in allen Podcast-Apps, muss man nur deinen Namen suchen, da findet man das schon direkt. Du hast ja sogar mal eine eigene Puppenserie konzipiert und auch umgesetzt. Tobi und die Stadtpark-Kids. Habe ich mir vor, boah, ist jetzt auch schon, die Zeit vergeht so schnell, ne? Jetzt merke ich das richtig, jetzt wo hier die 50 steht, bestimmt 10 Jahren habe ich mir das mal besorgt und mal angeschaut, wo auch aus eurer Sesamstraßen und auch der Spencer Gang waren so ein paar Puppenspieler dabei. Ja. Also dich hat das auch nie so richtig losgelassen, ne? Nee, weil das für mich... Also ich weiß auch nicht, das Schauspielstudium war das Schauspielstudium, aber irgendwie als die Puppe kam, da war für mich das klar, dass das mein Ding ist. Ja. Und ich weiß noch, bei irgendeinem Casting mit Kermit, ich sage jetzt nicht, wer gecastet wurde, es war ein bekannter Schauspieler, der sollte, glaube ich, für Rumpel gecastet werden. Und er wurde nicht genommen, weil Kermit gesagt hat, dieser Schauspieler will ständig durch die Puppe erkannt werden. Ah ja, ja. Ich ahne den Namen. Du brauchst aber einen Schauspieler, der sich der Puppe hingibt und nicht erkannt werden durch die Puppe. Ja. Und das war für mich das, was mir entgegenkam. Ja. Mit Kermit meinst du Kermit Love? Ja. Den Jim Henson-Legende? Ja, mein großer. Der die Figuren kreiert hat. Hast du auch gern gelernt? Nur in Deutschland war einmal. Also ich glaube, ihr seid immer nach New York. Wir sind nach New York. Achim und Willi, wir sind nach New York einmal. Das war sehr, 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 sehr toll, die Arbeiten zu sehen. Und mit Kermit hatten wir eine persönliche Verbindung. Der kam dann immer zu uns, hat bei uns gegessen. Hat auch einen damaligen Mann kennengelernt, der Musik macht. Ja. Und den Sohn. Und das war einfach so eine, ja, so eine Vaterfigur. Ja. Also das war ein einfach. Mensch. Kann ich gar nicht. Ich habe in New York in seinem Studio gewohnt.
da wo er die Puppen gebaut hat. Das wow, so, das sind so Erinnerungen, sind die, so Sachen, die verblassen nie, ne? Das sind so Sachen und irgendwann war er hier und dann habe ich gesagt, Kermit, sag mir mal, was mache ich falsch oder kann ich noch was machen? Und dann hat er nur so zu mir gesagt in seinem, hat er immer so gesprochen, wow, you know. Also so einen weißen Bart, ne? Also eine Autorität. You are the princess. Und wenn du endlich anfängst, hier die Princess zu spielen, dann ist es perfekt. Krass. So, ne? Ja. Ich bin mit dem durch New York gegangen, da haben die Kinder gerufen, oh look, Father Christmas! Mit der weiße Haare so ein Wort. Ja. Habt ihr beide eigentlich die Sesamstraße so nach der Jahrtausendwende noch ein bisschen verfolgt? Ich meine, Tiffy wurde ja leider noch umbesetzt zu deinem Leidwesen. Das fand ich ja sehr, sehr traurig. Und ist auch dann rausgeschrieben worden, weil die Nachfolgerin eine sehr wilde Vogelpuppe da gespielt hat im Vergleich zu dir. Also das war schon, da gibt es mehrere Folgen, da denkt man, die hat offensichtlich Drogen genommen, Tiffy gerade. Die ist so richtig wild, die Augen aufgerissen. Das wollten sie immer so. Und Körper hat immer gesagt, das ist Puppenschütteln. Ja, das genau. Die hat auch für jede Silbe hat die 20 Mal geklappt im Prinzip. Weil da verlieren die Puppen ihren Shape. Das war immer so sein Ding, ne? Ja. Hört auf, die Puppen zu schütteln. Die müssen, ja, egal. Ich habe immer noch geguckt, weil Charlie mit... Ja, die ist ja heute noch da. Also das ist ja auch interessant, ne? Dass das deine Handspielerin heute noch Handspielerin ist. Ich habe sie auch gefragt, würdest du nicht gerne noch mal eine Figur sprechen? Sagst du, ist schon ganz cool, ich fühle mich damit ganz wohl, mache ich hier die Hufe und hier Ernie Sand. Ja. Interessant, ja. Die war damals das Tiffy-Team. Ja, wir waren das Tiffy-Team. Ja. Und das war wirklich toll. Also das nach wie vor. Es ist auch in diesem einen Video genau dieses Ding, wenn die Puppe so machen soll. Ja. Ne? Ja. Da muss einfach der Handspieler, der muss einfach merken, dass ich unten, dass der Kopfspieler schon so macht. Das muss intuitiv sein. Damit das einfach passt. Ne? Das hat bei uns einfach scheinbar gepasst. Und für euch war das auch ein Wiedersehen nach langer Zeit gerade, oder? Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Wir haben eine eigene Geschichte, wir haben uns auch lange nicht gesehen. Das war auch schön. Das ist gut. Dass wir heute also ein bisschen die Leute sich wieder connecten, das freut mich besonders als alter Fan, weil das hat mich immer sehr gestört, dass die Menschen so einzeln mal interviewt wurden. Irgendwie ging das nie so richtig. Man merkte irgendwie, dass das so auseinandergeht, wie es halt ist. Ja. Und heute seid ihr alle wieder da. Kommt bitte auch zur Ausstellungseröffnung. Dann kommt die ganze... wir alle mal auch an so einem Tisch zusammensitzen. Ihr müsst eigentlich, ich gehe eigentlich davon aus, dass ihr heute noch alle zum Griechen geht oder so. Also es gibt ja auch immer noch diese Videotapes mit Outtakes. Die musst du am Grunde, die da noch nie zeigen, die musst du ja mal sehen. Mit Schnuffeltüchern und so weiter alles passiert ist. Habt ihr die noch? Ich habe die auf Video. Ah. Ja, ich wäre interessiert, die mal zu digitalisieren für dich. Ja. Und wir digitalisieren die. Ja, die auf haben jeden die noch. Fall. Also das ist bleibt natürlich intern, aber das ist natürlich auch super. Das waren so super das Sachen. Toll. Bei einem Film haben sie Folgendes gemacht: dieser verrückte Ü-Wagen, die Leute waren so toll. Da haben sie die Szene von Atlantik, Titanic. Ja. Oha. Tiffy steht vorne, Rumpel dahinter. Oha, romantisch. Ja. Oh, es war unglaublich. Die haben dann mal eben auch die Sachen, die nicht funktionieren. Ja. Was ich auch gesagt habe, wenn man irgendwie Texte nicht mehr rausgekriegt hat, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Also wie jetzt? Bitte unbedingt raussuchen. Es wird hier intern bleiben natürlich, aber das wäre Pflicht. Ja. Ganz ich suche die mal. Okay. Ich danke euch sehr. Wir sehen uns hoffentlich, wenn das die Ausstellung losgeht. Da wird auch die Tiffy dabei sein, die letzte Tiffy, die du auch noch kurz gespielt hast. Tiffy hat in den letzten Jahren noch so rosane Augenlider bekommen. Okay. Es ist schon deine Tiffy noch gewesen. Mhm. Die kommt auch in die Ausstellung. Oh, super schön. Ich werde sie dir dann irgendwann mal auf den Kopf setzen oder so. Mal sehen. Ja, ich, ihr schon. Ja, also da werden wir sicherlich einiges möglich machen. Auch dabei sein, ne? Ich gehe davon aus, ja. Das, ach, ist der, der war auch schon hier. Ach so. Der ist ja auch rumgelaufen. Also auch das Franz Auer, der Puppenbetreuer. Ja. Der natürlich so nie vor der Kamera war, aber für uns Fans ist das ein Name. Ja. Und als der Martin dann sagte, das ist übrigens Franz Auer, sag ich, oh, guten Tag. Franz hat übrigens alle Puppen von Tobi in die Stadtplakets gebaut. Ach. Und ich habe heute noch zwei Puppen und das sind einfach Puppen, die sind so perfekt. Die sind so toll. Julian, vielen Dank. Ich danke euch, dass ihr da seid. Ja, danke. Bettina und Tiffy, möchtest du so abmoderieren gerne? So, meine Lieben, ich hatte vorhin ein sehr, sehr langes Podiumsgespräch mit den beiden Samsons, Peter Röders und Klaus Esch. Aber wenn Peter Röders schon mal hier ist, dann muss ich ihn mir noch separat greifen. Ich glaube, der Klaus ist schon weg. Ich habe es auch nicht geschafft, alle hier bei uns an den Tisch zu bekommen. Mit Frau Claudia. Ihr beide seid zusammen tätig in Idstedt und baut da Fernsehpuppen. Und du auch. Du hast dir das mit angeeignet sozusagen. Wie kam das dazu? Ich komme vom Figurentheater und habe dann aber auch gebaut, weil Figurentheater, kleines Budget und alles selber machen und haben auch immer selber Puppen gebaut. Ja. Und meine damalige Chefin, die Marie-Louise Ritter, hat mich dann zum Peter Röders Puppenbauen
zum Puppenbauen geschickt. Ach, was für eine süße Geschichte. Ja. Ja. Und war ich ein paar Mal. Und dann hast du dich nicht nur in die Puppen verliebt, sozusagen. Nein. Ja, und dann kam halt irgendwann der Tag, wo wir uns zusammengetan haben und dann bin ich voll mit eingestiegen. Ja, perfekt Match sozusagen. Ne? Genau. Nervt das manchmal, dass der Peter immer wieder auf den Samson von früher angesprochen wird? Wie ist das für dich? Oder bist du da eher stolz mit auf ihn? Also erstens mal war es jetzt total abgeebbt vor dem 50. Geburtstag. Mhm. Also war eigentlich gar nichts mehr mit Samson. Und jetzt war es spannend. Ja. Also viele Radiointerviews, Fernsehen, jetzt hier im Museum. Es war ein toller Tag heute. Ist auch eine Wertschätzung, ne? Auch für dich jetzt. Ja. 40 Jahre bist du da raus und dann heute kriegst du Applaus, weil du Samson kreiert hast. Und dann kriegst du quasi auch mal so diese Ernte nochmal mit, dass die ganzen Leute da noch heute mit dem Herz dran hängen. Oh, das ist ja mein Samson, weil man sieht man dich schon mal eben, in der Tat. Ja, ne? Ja ich war eigentlich ganz erfreut, dass so viele Erwachsene da waren. Ja. Also, weil ich habe nicht damit gerechnet. Ja. Also bei Ernie und Bert, klar, bei den Figuren. Ja, und für mich schließt sich auch einfach der Kreis zu unserem Beruf. Klar, natürlich. Ja. Weil wir bauen halt ganz viele Großfiguren, also Hein Daddel für den THW Kiel. Und es sind viele Großfiguren aus unserer Werkstatt halt gekommen. Da ist für mich nochmal, das ist so rund. Also jetzt weiß ich nochmal ganz bewusst, warum das so ist. Ja, das ist schön. Ich hatte mit mehreren von euren Kollegen, es sind viele aus den 90ern, sind ja hier und für die schließt sich ja auch nochmal so ein Kreis, weil auch lange kein Kontakt mehr war und jetzt eben nochmal so ein bisschen Wertschätzung man erfährt. Das ganze Interview mit den beiden Samsons findet ihr natürlich auch bei uns auf dem Kanal. Ich werde jetzt keine Frage daraus nochmal stellen, keine Sorge. Ja. Wie war das für dich, auch mit Klaus Esch zusammen mal so offiziell in ein Gespräch zu kommen und da nochmal... Das aber auch vom Museum ganz klar initiiert. Die wollten das gerne, dass ihr beide euch da trefft. Warst du da auch aufgeregt die letzten Tage oder wie bist du da so? Hast du sofort zugesagt? Was waren so die Emotionen? Nee, also ich habe sofort zugesagt, klar, und habe fest auf dich vertraut, dass du die Fragen stellst und wir antworten. Und ich habe darauf vertraut, dass du schön erzählst und das hast du. Ich habe mich so gefreut, da bist du auch mal aufgestanden, hast was gezeigt, da hast du den Klaus auch animiert, hat auch was gezeigt, das war so ein bisschen anschaulich auch. Ne? Das war. Ja, Klaus hat vorher angerufen und gesagt, wollen wir uns mal irgendwie absprechen oder zumindest, sage ich, nö, warum? Du bist da und stellst Fragen und dann machen wir das. Ja, ja. Und je spontaner, desto besser. Das sollen wir uns da vorher absprechen. Ja. Ne? Ja. Und du siehst ja, der Herr von Bödefeld, der lebt und lebt. Ich bin jetzt nun wirklich so tief drin, auch in dieser Fangemeinde, in den unterschiedlichsten Gruppen. Die einen so, die anderen so, der gemeinsame Konsens immer. Ja, aber Bödefeld, der war super, das war da. Hast du nicht noch ein paar Bödefeld-Folgen, Julian? Kannst du mir die rüberschicken? Ja, hier, da ist noch mal ein paar Bödefeld-Folgen. Also da hast du auch einen Kult geschaffen, das muss ich wirklich mal sagen. Da kann auch der NDR, da kann Sesame Workshop gar nichts dagegen tun. Die deutsche Sesamstraße wird immer noch mit Herrn von Bödefeld in Verbindung. Ja, aber das liegt nicht an mir, sondern das liegt vor allem an Anita Steinbach. Ja, natürlich. Was hat die das großartig gemacht? Sie haucht dieser Puppe das Leben ein und den Charakter. Deshalb wird er auch nicht mehr bespielt. Ja. Weil das ist einfach bitter. Das ist jedes Mal... Das ist schade, Wenn wir gebeten werden, sag doch Wese mal Moin oder so. Ja, dann machst du das. Dann mache ich das, aber wirklich nur mit ganz schlechtem Beigeschmack. Weil das ist einfach Benitas Charakter und ihre Stimme und nicht es sei denn, man findet mal wieder jemanden, der so in diese Schiene rein kann. Ja. Also, mal gucken. Ja, das ist ja euer Charakter. Im Prinzip könnt ihr den zum Leben erwecken, wie ihr wollt. Aber man will natürlich auch nicht den nachhaltig beschädigen. Ne? Das ist natürlich auch, also wenn man da jetzt so eine YouTube-Clip-Serie draus macht, muss ich auch sagen, wäre vielleicht dann doch nicht der richtige Weg. Und das ist dann schwierig. Ja. Es gibt in Bad Kreuznach dieses Puppenmuseum. Genau. Das ist das Puck. Museum für Puppenkultur heißt das, glaube ich. Da steht noch einer der übrig gebliebenen Originale, oder? Wie ist das? Jetzt frage ich mal direkt. Ist das denn der echte Bödefeld? Ja, das sind alles echte Bödefelds, weil es werden ja immer mehrere gebaut für den Dreh. Und der jetzt hier im Museum ist, ist auch ein echter Bödefeld, weil er wird ja von keinem anderen als von uns gebaut. Ja. Habt ihr denn noch ein Original von mir aus auseinandergefallen. Das heißt, der Schaumstoff ist bröselt zusammen. Ne? Ja, das ist dann Urböde
gefällt. Skip, der lebt bei uns zwischen den Balken. Er wird auch nicht bewegt. Alles klar. Er hält völlig in sich zusammen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich auch. Also ich habe auch zwei, drei Original-Fernsehpuppen, aber von Hallo Spencer. Mhm. Und da mache ich auch nicht beigehen. Ja. Auch wenn dann Freunde kommen und sagen, kann ich nicht, nehmen Maxi mal auf die Nase. Sag ich, nein, das kannst du nicht. Das ist ein Museumsstück, der steht hier auf dem Schrank. Ja. Ja. Und ja, und dann sollte man das auch gut sein lassen. Ich würde natürlich wahnsinnig gerne, ich habe es ja schon vorhin ohne Kamera gesagt, gerne auch mal zu euch kommen und mir das mal anschauen. Gerne. Ich würde Bödefeld auch aus der Ferne nur fotografieren, keine Sorge. Ja, ja, aber weil das ist natürlich toll. Ich bin ja so ein alter Jäger und Sammler und alle zwei, drei Jahre gibt es mal so einen kleinen Bericht im Regionalfernsehen über euch und dann, wenn du interviewt wirst, man sieht auch immer, ein Bödefeld, ganz gleich welcher, steht auch immer in der Kulisse. Das scheint auch dem Redakteur, der dich dann interviewt, immer sehr wichtig zu sein. Ja. Sitzen Sie, wo Sie wollen, Herr Röders, aber der Bödefeld muss da hinten über die Schulter gucken. Genau. Ja. Und da sind halt auch öfters immer so wieder die gleichen Fragen. Da würde ich halt gerne noch ein bisschen in die Tiefe gehen, wenn ihr dazu Lust habt natürlich. Weil da, denke ich, ist noch längst nicht alles erzählt. Ja. Naja. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart heute. Es ist ein großes Klassentreffen. Aus den 80ern nicht mehr so viel. Henning Fenske wäre fast hier gewesen. Oh, ehrlich? Ja. Schade. Er war angefragt, er musste dann irgendwie noch absagen. Ursprünglich sollte er Henning Fenske auch kommen. Aber da, den habe ich in unserem Studio interviewt vor 4 Jahren und da kann ich... Oder 5? Oh Gott, die Zeit läuft. Ruf ihn ruhig an, der ist sofort Feuer und Flamme. Das kann ich euch sagen. Ja. Also da glaube ich auf jeden Fall. Toll. Ja. Peter Röders. Wir sagen vielen Dank. Ja, es ist mir eine Ehre und große Freude. Der schönste Job, den ich je hatte, der fand heute statt. Machen wir bitte morgen nochmal. Ja. Ja, ich würde das hier noch abklären. Sonst bei der Museumseröffnung sehen wir uns ja wahrscheinlich alle wieder. Ja. Bei der Ausstellungseröffnung. Ja, genau. Genau, super. Gut, Dankeschön. So, jetzt haben wir jemanden, der mit der Sesamstraße das vor einiger Zeit noch gar nicht so viel zu tun hatte und heute richtig tief im Thema ist. Dennis Konrad, Kurator der Sesamstraßenausstellung, die es hier ab Mai zu sehen gibt. Und du hast auch den ganzen Tag heute hier veranstaltet. Wie gefällt es dir jetzt? Kann man ja sagen, jetzt ist der Tag zu Ende. Leute sind alle gegangen. Wie war's? Das war ein sehr aufregender Tag mit wahnsinnig vielen Kindern, Erwachsenen, Fans. Überraschend vielen Kindern. Das kommt vielleicht in unserem Video gar nicht so sehr rüber, weil wir ja die ganzen Stars hier in den Raum geholt haben. Aber wirklich wahnsinnig viele Kinder plus Eltern plus teilweise Kinderwagen. Ja, war super. Also es waren Tausende von Menschen. Das, wir wussten schon, dass die Sesamstraße natürlich noch junge und alte Fans hat, aber es hat uns tatsächlich schon auch wirklich überrascht, wie viele Menschen wirklich vor der Tür standen. Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist einmal für die Sesamstraße selber ein ganz tolles Zeichen, dass die Sesamstraße nichts an Bedeutung verloren hat. Ja. Und das ist für uns natürlich auch ein ganz tolles Zeichen für diese Ausstellung, die wir ab Mai haben werden. Die größte jemals in Europa gezeigte Ausstellung zur Sesamstraße mit 16 Originalpuppen, mit Kulissen, mit Requisiten, mit Kostümen. Darfst du ein paar Figuren nennen? Ja, natürlich. Wir können, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, auch von den alten Veteranen welche zu haben. Mhm. Bibo, Samson. Bibo zum ersten Mal in einer deutschen Ausstellung. Tiffy, Rumpel wird da sein, Filifilu. Also wirklich die ganze Palette natürlich ankommt bei den Zeitgenossen. Plus den ganzen aktuellen Figuren. Genau, Wolle, Pferd, Fienchen, und so weiter. Abby Kadabby und so weiter und so fort, genau. Und ja, das macht jetzt schon sehr viel Lust, weil ich muss ein bisschen widersprechen. Das ist nicht so, dass ich mich noch nie mit der Sesamstraße beschäftigt habe. Nämlich, ich bin mit Tiffy und Lilo und so weiter aufgewachsen. Also das heißt, ich bin eigentlich schon auch als Kind Sesamstraßen sozialisiert, habe dann eine Pause eingelegt von 30 Jahren. Und habe ich dir zu verdanken, dass ich mit Peter Röders heute auf der Bühne stand. Das stimmt, Das war also fantastisch. Genau. Also ich glaube, das Schöne bei diesem Projekt, also auch bei diesem Tag heute und bei der Ausstellung, die uns dann alle noch erfreuen wird, ist, dass man eben, glaube ich, ganz niedrigschwellig sich mit der Sesamstraße beschäftigen kann. Man kann halt irgendwie Elmo toll finden und man kann es unterhaltsam finden. Aber eben auch dieser ganze Reichtum an Geschichte aus 50 Jahren ist fantastisch. Also jemand, der den Blaumann von Gernot Endemann wieder entdecken wird als Schorsch. Wir haben den Oberroll von Schorsch. Der war seit 24 Jahren eingebunkert beim NDR. Ja. Ihr findet den, erkennt ihn als solchen und hängt ihn hier auf. Naja, also man tut mal gucken, ob der am Ende der Ausstellung noch da ist. Da würde ich mal ein bisschen drauf suchen. Genau, also wir sind ja ein Zweiergespann an Kuratoren, ganz wichtig. Simon Klingler und ich machen das jetzt tatsächlich seit über einem Jahr sehr intensiv. Ja.
habe mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, also auch mit Henning Fenske, mit Douglas Welbert, der das Krümelmonster vertont, mit Marita Stolze und ganz viele Leute, Christoph Busse, Gerd Gerdes, die eben komponiert haben über Jahrzehnte teilweise. Und das war ganz toll, weil ein sehr großer Enthusiasmus da ist für dieses Projekt, immer noch für die Sesamstraße generell. Muss ich auch sagen. Habe ich gemerkt, bei allen, die wir hier sitzen haben, die waren alle, da war alle so ein neues Feuer im Fach. Da war auch so ja, viel super. Freude. Also ganz toll. Und was für uns eben auch schön ist als Museum, was sich ja eigentlich mit Gestaltung beschäftigt, dass es eben in der Sesamstraße auch so viele Gestaltungsthemen gibt. Ja. Also die Kostüme sind gut gemacht, die Puppen so von den Anfängen Hansen, Peter Röders, der den Bödefeld selber gemacht hat, Franz Auer, der als Puppendoktor in der Sesamstraße ganz viel tut. Der war auch heute hier, das ist Wahnsinn. Genau, also das ist wirklich ein ganz tolles Team, sowohl die ehemaligen als auch die aktuellen. Und das wird eben toll, dass wir als Museum für Design und Gestaltung und das Angewandte in der Kunst uns eben diese Sachen genauer anschauen. Auf jeden Fall. Und da lade ich alle zu ein, die Sesamstraßenfans. Wann geht's los? Wirklich zu tun. 7. Mai, 7. ist ein Mai, Sonntag, geht's los. Und dann ein halbes Jahr? Nee, wir geben richtig Gas. Das läuft bis zum 7. Januar 2024. Und es ist sehr leicht zu finden. Also jeder, der irgendwie mal in Hamburg vorbei ist, ist direkt am Hauptbahnhof. Ich werde sehr oft vorbeikommen. Ja, also möglicherweise wirst du dich wundern, wenn ich mal einen Tag nicht da bin oder so. Also kriegst du eine Dauerkarte. Ja, bitte. Genau. Ich danke dir sehr. Nicht zu danken. Ein toller Tag. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier für euch zu arbeiten. Ja, schön, dass ihr da wart. Und bis bald. Bis bald.